fast. Wir sind fast. Wir beginnen. Einen wunderschönen guten Abend, obwohl sich der Abend nicht wie ein Abend anfühlt. In Germersheim herrscht Hochsommer und wir sind mitten im Tag erst, obwohl auf der Uhr eindeutig 19 Uhr. Ich begrüße alle sehr herzlich zu der nächsten Germersheimer Übersetzerbühne in diesem Semester und ich freue mich sehr, dass bei uns die Übersetzerin der Übersetzerinnen über Übersetzerinnen Heike Fleming mit dabei ist. Über den heutigen Abend führt sie heute Julia Oguna, die ich gleich vorstelle. Für diejenigen, die das Format nicht kennen, wir haben ihn uns sehr bewusst bei der Weltlesebühne e.V. abgeguckt. Ich verweise auf den Urheber immer, weil es sich so gehört. Und wir möchten tatsächlich als ein Fachbereich, der sich mit der Translationswissenschaft beschäftigt, auch uns ganz konkret mit den Übersetzern beschäftigen, so dass wir sie hier einladen, sie sozusagen griffbereit da haben und ihnen alle möglichen Fragen stellen können. Mitverantwortlich für das Format ist auch der Deutsche Übersetzerfonds, der uns das Geld dafür gegeben hat. Also hiermit in alle Welt vielen herzlichen Dank. Unsere Übersetzerin wird gleich Julia Boguna vorstellen. Ich habe die Freude, Julia vorzustellen, die bei uns in der interkulturellen Germanistik wissenschaftliche Mitarbeiterin ist. Sie hat hier auch studiert und promoviert mit einer Arbeit über Lettland als übersetzte Nation. Diejenigen, die sie kennen, und das sind die meisten, die in Germersheim arbeiten oder studieren, wissen, dass sie seit vielen, vielen Jahren im Projekt des Germersheimer Übersetzerlexikons tätig ist und Mitherausgeberin von vielen wissenschaftlichen Tagungsbändern ist. Das, was ich glaube, jetzt gerade vor ein paar Tagen erschienen ist, die Neuigkeit auf unseren Schreibtischen, Translation und Exil 1933 bis 1945, Namen und Orte, Recherchen zur Geschichte des Übersetzens, ist tatsächlich ein Teil des Projektes, in dem sie jetzt noch Mitarbeiterin ist, Exil Trans. In früheren Jahren sind unter anderem erschienen Übersetzer und Übersetzen in der DDR 2020 und ein Jahr davor das Wie des Übersetzens, Beiträge zur historischen Übersetzerforschung. Also sie ist die richtige Person, um jetzt kluge und tiefgehende Fragen zu stellen. Ich wünsche uns einen wunderschönen Abend. Liebe Renate, liebe Gäste, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Jetzt ist der Druck noch mehr gewachsen, um kluge Fragen zu stellen. Ich versuche, dem gerecht zu werden und würde gerne ein paar Worte sagen über unseren heutigen Gast. Und dann lasse ich den Gast ja selbst sprechen und hoffentlich auch mehr, als dass ich spreche. Wir haben Heike Fleming heute bei uns zu Gast, eine Übersetzerin aus dem Ungarischen. Und das ist vielleicht etwas, was in Germersheim nicht studiert werden kann, außer vielleicht ab und zu in den Kursen des Sprachenzentrums.
aber als Arbeitssprache wird es bei uns eben nicht unterrichtet. Was aber, und ich hoffe, das werden Sie alle merken, gar kein Grund ist, nicht sehr viel aus diesem Gespräch heute zu lernen. Heike Flemming studierte in Leipzig Germanistik und Philosophie, soweit ich den Beschreibungen entnehmen konnte. Dann in Wien, weil Leipzig eine Kleinstadt ist, wie Germassa, Philosophie und Finno-Ugristik. Und dann in Budapest ein Aufbaustudium absolviert zu Ungarologie, also im Grunde Finno-Ugristik oder mit dem Schwerpunkt Ungarisch, nehme ich an, und literarisches Übersetzen. Sie lebt als freiberufliche Übersetzerin in Berlin und hat aber auch 2014 über den ungarischen Roman promoviert, und zwar mit dem Titel Zum Wandel der Erinnerung an den Holocaust in der ungarischen Literatur, am Beispiel von Imre Kertész und László Márton. Und da haben wir also diese Verknüpfung auch gleich von Akademie, also von einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Texten in ungarischer Sprache und dann einem etwas anderen Umgang damit als Übersetzerin. Oder vielleicht ist er gar nicht so anders. Wir werden das heute hoffentlich herausfinden. Nun, um diesem Meisternarrativ zu folgen, muss ich erwähnen, welche tollen Auszeichnungen auch eigentlich schon jetzt da sind. Und zwar 2010 erhielt Heike Flemming zusammen mit László Krasznahorkai den Berlin-Brücke-Preis. Das ist ein interessanter Preis insofern, als dass es vergeben wird an die Übersetzerin und den Autor zugleich. Dann den Strahlener Übersetzerpreis für die Übersetzung von Peter Esterházys Roman Esti aus dem Jahr 2014, der Preis. Denn das Jahr 2021 war auch reich an Preisen. Ja, das war einmal der Ginkgo Biloba-Preis für Lyrik, für die Übersetzung von einem wunderbaren Lyrikband, eigentlich zwei Bände von Szilárd Borbély, Berlin Hamlet. Ich habe auch gerne für die Interessenten die Bücher hier mitgebracht, damit man spüren kann das Gewicht des übersetzerischen Werks. Und dann den Hieronymus Ring der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung für, und das ist fast schon summarisch, ja, für Übertragungen bedeutender ungarischer Prosa und Lyrik. Also da hat man quasi schon das Werk, das translatorische Werk als Ganzes gewürdigt. Passiert ja vielleicht erst später im Leben, aber wir haben hier eine Übersetzerin, bei der das sehr früh passiert ist. Ja, und diese Sachen, ja, die ich jetzt hier geschildert habe, die findet man sehr schnell. Ne? Aber was weiß man dann über den Übersetzer oder die Übersetzerin? Und hoffentlich werden wir heute einiges herausfinden, was zwischen den Zeilen steht. Natürlich nur das, was Sie bereit sind, preiszugeben. Ich bin sehr dankbar auch dafür, dass Heike Flemming gerne über die Übersetzung schreibt. Also wir haben Paratexte zu bestimmten Übersetzungen, die sehr vieles verraten, zumindest meine ich daraus herauszulesen, was das Übersetzen bedeutet oder das Übersetzen eines bestimmten Autors bedeutet. Und ein weiterer Vorteil des heutigen Gesprächs ist unser vollkommenes Novizentum in der ungarischen Literatur und Sprache. Das heißt, wir sind vollkommen auf Sie angewiesen. Und das ist ja immer die Krux beim Übersetzen, diese Sehnsucht nach dem Fremden, die Neugierde auf das Fremde einerseits und andererseits dieses Ausgeliefertsein, jemanden, der den Zugang ermöglicht. Ne? Also das kann ja für sehr unterschiedliche Emotionen sorgen. Und ich würde gerne das Gespräch auch dahingehend heute gestalten, dass wir Einblicke bekommen in das Übersetzen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und immer in Anbetracht dessen, dass wir hier Studierende haben mit sehr unterschiedlichen Sprachkombinationen, die immer wieder sich vielleicht die Frage stellen, ob das was wäre, das literarische Übersetzen. Und vielleicht können wir sie ermutigen oder entmutigen, je nachdem, wie die Geschichte heute verläuft. Aber auf jeden Fall hoffen wir auf ehrliche Antworten. Und dann würde ich anfangen, vielleicht indem ich Ihnen das Wort übergebe. Erzählen Sie uns doch rein sprach- oder translationsbiografisch alles, was wir wissen müssten, wie Sie zum Übersetzen kam, zum Übersetzen und zum Übersetzen ungarischer Literatur kamen.
Erst der Lebenslauf war ein Tick zu glorreich. Also ich habe nicht Finno-Ugristik studiert. Also das wäre irgendwie zu viel des Guten. Ich habe tatsächlich nur Philosophie abgeschlossen. Das ging damals in Wien, weil die zwischen den alten Studienplänen und dem Bologna-System so ein System hatten, wo man Geisteswissenschaften als Diplom studieren konnte und dann nebenbei eine ganze Menge an freien Wahlfächern machen konnte. Und da habe ich ganz viel Ungarisch belegt, aber eben keinen Abschluss in Finno-Ugristik. Die zweite Sache, der Strahlner-Preis ist, das war nur der Förderpreis. Das ist ein großer Unterschied. Der Strahlner-Preis ist wirklich eine ganz große Auszeichnung mit, glaube ich, 25.000 Euro. Und soweit war ich als noch nicht. Und was war noch? Ach so, dieser Hieronymus-Ring. Ja, das ist interessant. Letztendlich ist das ja so ein bisschen so ein Insider-Preis. Eigentlich vergibt den ja die Gewerkschaft der Übersetzer, also der Übersetzerverband. Und dann ist das auch keine objektive Jury, die das macht, sondern der wird ja weitergereicht. Das ist so ein Wanderpreis. Die Auswahl ist also tatsächlich radikal subjektiv. Und mich hat dort eine Kollegin ausgewählt, die meinte, dass ich dessen würdig bin. Und letztendlich ist dieser Preis, ist immer so ein bisschen die Frage, soll man das einem Übersetzer oder einer Übersetzerin geben, die wirklich am Ende ihrer Laufbahn steht, wenn dieser Preis letztendlich, der ist mit nichts verbunden, außer mit Ehre und Arbeit. Also man muss nämlich den nächsten Preisträger auswählen und dafür irgendwie die Kollegen studieren. Und insofern ist dieser Preis eigentlich Aufmerksamkeit und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Und dann hätte es schon irgendwie Sinn, das an Übersetzerinnen oder Übersetzer zu vergeben, die nicht am Ende ihrer Laufbahn stehen, sondern vielleicht so in der Mitte, dass die irgendwie auch noch was davon haben. Insofern, ich bin froh darüber. Ja. Also ich erinnere nur, weil ich so viel gesprochen habe, und das waren mehrere Fragen auf einmal. Das war zu den Preisen und jetzt vielleicht, wie sie zum Ungarischen kamen. Ich habe es noch im Wunderbar. Ja, das war ein bisschen Zufall, glaube ich. Ich habe immer gerne Sprachen studiert, also auch schon in der Schule, muss ich sagen. Ich finde das auch sehr praktisch in der Schule. Man nimmt das einfach so mit, ohne dass man dafür was tut. Also man lernt irgendwie 7 Jahre Englisch und muss sich nicht mal anstrengen, weil man einfach jede Woche in die Schule geht. Und dann ist, glaube ich, Ungarisch ist wirklich vollkommen zufällig dazugekommen. Ich hatte das nicht geplant. Es hat einfach persönliche Gründe. Ich habe da jemanden kennengelernt und ja, aber ich habe es dann tatsächlich nicht studiert, sondern es ist auch gar nicht so leicht in Deutschland, das zu studieren. Es gibt nur ein paar Orte, wo man das studieren kann, nämlich, glaube ich, irgendwie Göttingen, Berlin, München und Hamburg. Und dann hatte ich halt Glück auch, dass ich das dann in Wien so intensiv machen konnte. Und ja, und war dann noch 2 Jahre in Budapest. Und das war aber so, das war auch kein volles Studium, sondern das war so eine Art, das erste Jahr war so eine Art ungarisches Abitur. Also wir hatten wirklich viele ungarische Fächer einfach nochmal. Und das zweite Jahr war so literarisches Übersetzen. Das war ein Studiengang, den sie damals ganz neu eingerichtet haben. Und ja, das war eine kleine Gruppe von 10 Studierenden, die alle aus dem Ungarischen übersetzten in verschiedene Sprachen. Genau, und ja, und dieses Übersetzen, ja, weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Ich glaube, es kam in Ungarn tatsächlich. Ich hatte dieses Hungarologiestudium. Ich fühlte mich wohl in Ungarn. Ich habe überlegt, noch ein Jahr zu bleiben. Und dann gab es da diesen Studiengang und habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, tatsächlich Übersetzen einfach mal auszuprobieren, ohne dass da was dran hängt. Also ohne, dass das gleich irgendwie dass das gleich für einen Auftrag ist oder für einen Verlag, sondern einfach das mal zu probieren, nebenbei, neben dem Studium, mal zu gucken, ob das was für einen ist. Und ich hatte mit dem Studiengang in Ungarn halt Glück, wir konnten uns da sehr ausprobieren. Wir hatten einen Mentor, eine Mentorin, also die uns betreut hat in unserer Muttersprache. Und hatten aber daneben auch immer noch ganz viel Sprachunterricht. Wir hatten Literaturunterricht und dann halt immer auch Übersetzungsseminare. Und es ging tatsächlich um nichts erstmal. Und da bin ich dann so reingekommen, ja, und dass ich dann wirklich zum Übersetzen gekommen bin oder das zu meinem Brotberuf gemacht habe, das glaube ich,
da gibt es, glaube ich, keinen Weg. Es sind viele Quereinsteiger im Übersetzen, die Literaturübersetzen machen. Es hängt auch sehr von den Sprachen ab, auch ob man davon leben kann oder nicht. Es hängt auch von den Ländern ab. Also Deutschland ist da relativ gut mit den vielen Stipendienmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten, kostenlosen. Dieser Übersetzerverband, der sich wirklich wahnsinnig engagiert für die Sichtbarkeit und auch für die gute Bezahlung der Übersetzer, das ist nicht in allen Ländern so. Und auch in Deutschland gilt es nicht für alle Sprachen. Also das ist wirklich so ein ganz breites Feld. Englische Übersetzer, die haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr viel übersetzen können, weil einfach viel veröffentlicht wird auf Englisch. Die machen aber auch ganz viel Genre-Literatur, also Fantasy, Liebesromane, Krimis. Das wird auch teilweise sehr schlecht bezahlt, also die verdienen so 11, 13 Euro pro Seite. Bei der Genre-Literatur kann man aber natürlich auch sagen, okay, das ist meistens irgendwie, sind das so Textbausteine und immer wieder das Gleiche und da hat man so eine gewisse Routine und da kann man auch so ein Buch einfach mal unterübersetzen. Aber wie gesagt, und Ungarisch hat so ein bisschen den Vor- und den Nachteil. Also den Vorteil, es ist so eine Nische, es gibt nicht so viele, es wird als kleine Sprache relativ gut bezahlt, obwohl dieses kleine Sprache auch relativ ist. Also Chinesisch gilt in Deutschland auch als kleine Sprache auf dem Buchmarkt. Und andererseits gibt es aber tatsächlich, also es wird im Ungarischen jetzt gerade seit der Frankfurter Buchmesse 1999 relativ viel gemacht, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so ein Riesenmarkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch sehr bescheiden nur davon leben. Also da sollte man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Also ja, ich habe eine kleine Wohnung, ich habe kein Auto, ich fahre nicht in Urlaub, sondern ich sitze eigentlich tagtäglich an meinem Schreibtisch. Also es ist kein Job, bei dem man irgendwie reich wird, also auch nicht mit Stipendien und Preisen und Ehrungen. Und diese Preise sind wirklich reine Glückssache. Also da sollte man, glaube ich, auch nicht drauf warten. Und jetzt zu schöneren Seiten des Berufs. vielleicht knüpft das doch schon an das Geschilderte. Übersetzen Sie ausschließlich Literatur oder auch Sachtexte? Irgendwie etwas, wo man sagen kann, da versuche ich breiter zu sein? Das hängt so ein bisschen tatsächlich auch vom Buchmarkt ab. Ich würde mich gern mal an einem ungarischen Krimi probieren. Das gibt's aber eigentlich kaum. Genre-Literatur wird kaum gemacht, Kinderliteratur wird kaum gemacht, finde ich auch irgendwie mal ganz spannend. Lyrik wird ganz wenig gemacht, und Sachbücher aus dem Ungarischen kenne ich eigentlich auch nicht. Ich habe ein einziges Buch übersetzt, was in meinem Fach, nämlich der Philosophie, tatsächlich angesiedelt ist, nämlich Mihály Vajda, ein ungarischer Philosoph. Ja, das war das einzige Sachbuch oder Fachtext, den ich jetzt machen könnte. Aber das ist schon noch mal getrennt, glaube ich, im Deutschen auch. Also die Literaturübersetzer beziehungsweise der Übersetzerverband versteht sich ja so ein bisschen als Vertretung der Literaturübersetzer, aber durchaus auch derjenigen, die Sachbücher übersetzen. Und da gibt es ja auch ganz tolle Sachbücher, eben nicht aus dem Ungarischen, aber aus dem Englischen gibt es da sehr viel, Französisch wahrscheinlich auch. Und dann gibt es aber ja noch mal ein Verband auch der Übersetzer und Dolmetscher. Das sind aber sehr zwei getrennte Sparten. Und ich glaube, in diesem Verband der Übersetzer und Dolmetscher sind schon auch noch mal so die drin, die reine Fachübersetzung machen oder dolmetschen. Sowas. Aber wir sind so die, ja, also die mit Verlagen auch zu tun haben, die jetzt nicht in einem Übersetzungsbüro angestellt sind. Obwohl ich habe auch halt schon alle möglichen Nebentätigkeiten gemacht. Also ich habe zum Beispiel mal Korrektur gelesen bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Feuilleton. Das ist jetzt nicht so weit weg von dem, was ich tagtäglich mit Texten mache, weil es, glaube ich, immer gut ist, auch die Texte auf so einem Niveau abzugeben, dass man da jetzt nicht noch wahnsinnig viel korrigieren muss. Ja, also ich denke, viele Übersetzer haben auch schon irgendwie einen Nebenjob. Ja, ich wollte noch vorhin ergänzen, wie ich zum Übersetzen gekommen bin. Ich glaube, es war auch so ein bisschen Glück. Wie kriegt man den ersten Auftrag? Das ist, glaube ich, immer ein ganz großer Punkt. Ja, also bei mir war das so, dass ich zu einer Vorlesung gegangen bin von Laszlo Kosznohorkai. Der hatte die Gastprofessur in Berlin an der Freien Universität und hat ein Seminar gegeben und ich wohnte da auch gerade direkt in der Nähe und so. Und ich habe gedacht, ich höre mir das mal an. Ich fand Kosznohorkai immer schon einen tollen Autor. Und
Ja, das war ein interessantes Seminar und ich hatte ihn gefragt, Übersetzungen von Szilárd Borbély, da kommen wir vielleicht auch auf Borbély, das ist nämlich ein Autor, den ich auch schon ganz am Anfang übersetzt habe. Ich wusste, dass sie gut befreundet sind, beziehungsweise dass Laszlo Szilárd auch eingeladen hat zum Berliner Literaturfestival. Und dann habe ich Laszlo gefragt, also Krasznahorkai, ob er mir helfen könnte, Übersetzungen der Gedichte von Szilárd in Zeitschriften zu publizieren. Und das hat er auch gemacht. Und im Zuge, in diesem Gleichen, hat er mich gefragt. Und er war nämlich damals gerade, das wusste ich damals nicht, er war auf der Suche nach einer Übersetzerin, weil seine eigentliche Übersetzerin abgesprungen war. Und er hat mich um eine Probeübersetzung gebeten, einfach so ins Blaue hinein. Und ja, das hat dann geklappt. Ansonsten weiß ich nicht, es gibt so ein paar Programme für junge Übersetzer, zum Beispiel das Hieronymus-Programm. Das ist so ein Programm für Nachwuchsübersetzer. Es ist so ein Seminar in Strahlen, hat das immer stattgefunden. Jetzt weiß ich nicht, Strahlen wird ja umgebaut, wo das dann in die nächsten Jahre stattfinden wird. Da funktioniert das tatsächlich so, dass man einen Mentor an die Seite bekommt. Und ich denke, wenn man das wirklich ausprobieren will, sollte man solche Situationen und Gelegenheiten auch einfach immer nutzen. Also es, ja, oder auch sich bei Seminaren bewerben. Also ich habe mich auch ganz am Anfang bei der Berliner Übersetzerwerkstatt beworben, 2006 schon, bevor ich überhaupt noch was übersetzt hatte, mit einem Buch, was nie erschienen ist. Also wo ich keinen Verlag dafür hatte. Und die haben mich aber dann damals tatsächlich genommen und ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Also man lernt auch von den Kollegen, von den erfahrenen Kollegen, selbst wenn sie jetzt aus einer anderen Sprache übersetzen. Man lernt Leute kennen. So. Bei Ungarisch hatte ich aus Ihren eigenen Ausführungen was ganz Interessantes herausgelesen. An einer Stelle in Ihrem Essay Abschweifen und Verehren, wo Sie sich zum Glück äußern, Esterházy zu übersetzen, sagen Sie, Ungarisch ist zwar grammatisch fern, aber es ist geografisch und historisch-kulturell nah. Und das ergibt sich natürlich aus den Kontexten, man kann das nachvollziehen, was Sie sagen. Aber was bedeutet das fürs Übersetzen? Haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch die Abläufe anders gestalten oder Ihr Zugang zum Text sich anders gestaltet? Weil Sie hatten dieses Beispiel der norwegischen Übersetzer gebracht, die sich beklagen, dass sie Mais als Kulturpflanze nicht haben als Konzept. Und wenn sie das übersetzen müssen, ist es viel schwieriger, obwohl die Sprachen quasi ja viel verwandter sind, wenn wir das grammatisch oder sprachhistorisch begreifen. Das ist so ein Beispiel tatsächlich. Klar, Ungarisch gilt so ein bisschen als exotisch und irgendwie schwer zu lernen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich gar nicht so. Also das ist tatsächlich so in dem ersten Jahr, wenn man die Sprache anfängt, dass es wirklich schwierig ist, weil man natürlich irgendwie nicht wie im Englischen oder Französischen oder in romanischen Sprachen generell Sachen erkennt oder ableiten kann oder irgendwie Fremdwörter ähnlich sind oder sowas. Man braucht im Ungarischen am Anfang sehr, sehr lange, um sich überhaupt eine Vokabel zu merken. Das ist tatsächlich so, aber wenn man diese Hürde des ersten Jahres, also wenn man sich da durchgekämpft hat mit genügend Motivation, dann wird es, glaube ich, also wenn man so einen Basis-Wortschatz hat, dann wird es, glaube ich, sehr schnell, sehr einfach, weil das Ungarische ist relativ logisch aufgebaut, also viel logischer als das Deutsche. Es gibt zum Beispiel kein der, die, das. Man muss keine Geschlechter lernen, es gibt nämlich überhaupt nur ein Geschlecht. Und solche Dinge. Also insofern, und ich glaube, wenn man einmal dieses Prinzip verstanden hat, dass alles andersrum funktioniert, also dass es keine Präpositionen gibt, sondern dass es Postpositionen gibt und sowas, dass alles irgendwie immer hinten an das Wort drankommt, dann glaube ich, ist das gar nicht so schwer. Und beim Übersetzen, ja, ich muss einfach viele Sachen tatsächlich nicht erklären. Also Esterházy ist ja so ein Beispiel, der macht ja sehr, sehr viel. Da muss man natürlich auch viel erklären. Ich merke das auch jetzt, ich übersetze gerade wieder was von ihm. Klar muss man viel aus der ungarischen Geschichte irgendwie erklären, aber so bestimmte Sachen sind einfach auch klar, weil dieser historische Raum mit der Türkenbesetzung und den Habsburgern und diese ganze mitteleuropäische Geschichte, die ist einfach irgendwie vorhanden oder, heutzutage kann man sich auch viel anlesen mit dem Internet. Und
Ja, da und wie gesagt, teilweise ja auch bis in den Wortschatz. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie bei uns im Deutschen. Der deutsche Stammwortschatz oder der germanische Stammwortschatz ist ja gar nicht so groß. Vieles sind Lehnen und Fremdwörter. Und das ist im Ungarischen auch so. Die sagen zwar immer so, ja, sie sind gar nicht beeinflusst von slawischen Sprachen, oh, die bösen slawischen Sprachen. Oder vom Deutschen, aber natürlich sind die total beeinflusst davon. Also die haben ganz, ganz, ich merke das immer wieder mit meiner Mutter, wenn wir in der Slowakei sind und dort ja auch so ein bisschen so historische Animositäten hochkommen, wem nun was gehört und so und wer die Tatra eigentlich erschlossen hat, touristisch und so. Letztendlich sind da ganz viele Worte ähnlich, also Kulč, der Schlüssel und Klitsch, Uborka ist die Gurke, die kommt, glaube ich, auch aus dem Slawischen, ganz viele auch aus Türkisch-Rumänisch und so. Also Habsburg, also diese ganze Küchensprache, der Skarfjol und der Ribisl und so, das ist alles letztendlich Habsburger Einfluss. Also es gibt so, man findet schon dann auch im Wortschatz übrigens. Man muss so ein bisschen tiefer reingehen, aber ich glaube, man findet da auch ganz viele Einflüsse. Soweit ich mich erinnern kann, schrieben Sie, dass Sie erst so 2007, 2008 übersetzerisch aktiv wurden. Und wenn man sich anschaut, was so alles übersetzt wurde, ist schon recht viel. Ja, also es gibt ein paar Autoren, wo man merkt, da sind mehrere Werke, die übersetzt sind von Szilárd Bobay oder auch von László Krásnahorkai. Peter Esterházy jetzt auch. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie suchen Sie das aus? Weil alleine auch diese Vorstellung, wie Sie reinkamen, hatte ja damit zu tun, dass Sie entschieden haben, Borbés Gedichte zu übertragen. Und dann diese Kontaktaufnahme mit Krásnahorkai und dann Borbély ebenfalls, mit dem Sie dann Kontakt aufnahmen und wie sich das entwickelte. Das heißt, im Grunde diese Vorstellung davon, es gibt einen übermächtigen Verlag und es gibt Lektoren und es gibt Scouts und die suchen und man versucht sich zu bewerben. In dieser speziellen Sache war das anders. Also Sie wollten einen bestimmten Autor, Sie haben den selbst ausgesucht und dann sind Sie sogar an den Autor selbst herangetreten und gesagt, ich will das übersetzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Also es sind immer verschiedene Faktoren. Ich meine, es ist das, was die Verlage wollen und es ist das, was ich will. Und irgendwie so zusammenkommen. Man muss aber dazu vielleicht auch noch wissen, die ungarische Literatur ist eine sehr kleine Literatur. Also das ist nicht wie hier in Deutschland, sondern letztendlich, ich beschreibe das immer so ein bisschen als so eine Großfamilie, was auch Vor- und Nachteile hat. Das hat den Vorteil, jeder kennt sich. Also wenn man einmal in dieser Literaturszene in Ungarn drin ist, dann kennt man sich einfach und es ist auch gar nicht schwer, dort an Autoren heranzutreten. Also man schreibt einfach eine E-Mail und sagt, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Und dann treffen die sich auf einen Kaffee. Und den Nachteil hat es, dass es so ein bisschen neurotisch ist. Also jeder guckt irgendwie auf den anderen, was der so gerade so macht. Ja, und insofern, war ja 2 Jahre in Ungarn. War da in dieser Literaturszene drin. Ich habe Autoren kennengelernt. Das war auch ein Teil dieses Programms oder dieses Studiengangs, dass die Autoren eingeladen haben, dass wir so quasi auf Tuchfühlung gehen konnten mit den Autoren. Die stellen sich vor. Man kann wirklich sehr leicht mit denen in Kontakt kommen. Und ja, und dann kam ich so nach Deutschland und dachte so, ach, man kann so übersetzen, was man möchte. Das ist aber natürlich nicht so. Und das hat aber auch Vor- und Nachteile. Also manchmal finde ich es auch gut, wenn einfach ein Verlag an mich herantritt und mich fragt, Sie haben hier ein Buch und Sie wollen das unbedingt machen und will ich das übersetzen? Und wenn ich dann einfach sage, ja, ich will das übersetzen und das ist dann so ein bisschen wie so ein Job und ich bin dafür nicht verantwortlich, sondern der Verlag will das haben und ich mache, was die sagen wollen, also was die haben wollen. Und das ist auch irgendwie wahnsinnig entlastend, während wenn man diese eigenen Projekte voranbringt und sich dafür abmüht und dann 10 Jahre von einem Verlag zum anderen tingelt und dann Stipendien organisiert. Und kann auch sehr anstrengend sein. Also ich habe das jetzt, ich mache eine Essay-Auswahl und das ist mein eigenes Projekt. Das ist natürlich toll. Man macht die Auswahl und man macht den Herausgeber, man schreibt ein Nachwort und aber letztendlich, man ist auch für alles selber verantwortlich. Und ich finde das teilweise auch sehr anstrengend. Manchmal bin ich dann ganz froh,
Ich habe einfach mal so ein Jahr, wo ich so sage, ja, das ist nicht mein Projekt, ich übersetze das gerne, das ist durchaus ein schöner Text und anspruchsvoll und so, aber es ist letztendlich nicht meine Herzensangelegenheit. Und weil sie sagt, ich habe doch recht viel übersetzt, ich übersetze sehr langsam, muss ich sagen. Also ich schaffe so, also so ein Buch, ich meine, klar, die sind jetzt auch ziemlich dick, aber ich brauche meistens so ein Jahr. Also damit muss ich rechnen, damit muss ich dann auch hinkommen mit dem, was ich dafür bekomme. Das geht auch, aber ich kann gar nicht schnell übersetzen. Ich kann auch nicht schnell lesen. Ich schreibe sehr gerne Gutachten für Verlage zu Büchern, aber da muss ich mir sehr gut überlegen, lohnt das den Zeitaufwand, weil ich einfach sehr, sehr, sehr langsam lese. Ich bin tatsächlich ja nicht muttersprachlich auf Ungarisch also gebildet, sondern für mich ist das eine angelesene Sprache. Und also so einfach mal schnell 700 Seiten begutachten, da sage ich so, nee, tut mir leid, das schaffe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das erklären mit den Gutachten. Das ist so ein Gang im Übersetzungsprozess, nicht immer übrigens, aber gerade bei den kleinen Sprachen oder bei den Sprachen, die in den Lektoraten nicht gesprochen werden, ist man als Übersetzer häufig ja auch der Vermittler. Also man empfiehlt den Verlagen Bücher oder die Verlage kommen, treten an einen heran und fragen, wir haben hier von der Agentur oder vom Autor selbst oder keine Ahnung, also ein Angebot bekommen oder wir überlegen, ob wir das Buch machen. Wir bräuchten aber irgendwie was, worauf, auf welcher Grundlage wir das entscheiden können. Können Sie mal ein Gutachten schreiben? Und Gutachten sind so, ja, Inhaltsangabe auch, aber auch ein bisschen so eine Bewertung dessen, lohnt sich das für den deutschen Buchmarkt? Lohnt sich das Buch überhaupt? Und ja, das heißt nicht, dass die Verlage dann auf einen hören. Also ich habe durchaus schon Bücher abgelehnt, die dann gemacht wurden, beziehungsweise Bücher empfohlen, die nicht gemacht wurden. So ein bisschen sich dann so fragen, na, ist irgendwie, warum hat man die Arbeit eigentlich gemacht? Aber ja. Und Sie haben das ja kurz angesprochen, das, was ich selbst will, was ich selbst übersetzen will, ist vielleicht nicht gerade das, was die Verlage übersetzen wollen. Da wollte ich fragen, was ist denn jetzt, was hat Konjunktur? Welche Autoren, ungarische Autoren, sind momentan so hoch im Rennen, dass sie sagen, die Verlage kommen immer auf sie zu? Ja, schwierig. Ich hatte jetzt ein Seminar gegeben an der Uni, da hatte ich Katharina Rabe vom Surkamp Verlag eingeladen. Die macht ja da das Osteuropa-Programm und genau diese Frage haben die Studierenden auch gestellt, also der Verlegerin. Ja, und Katharina meinte so ein bisschen so dazu, ja, sie fragt nach sowas eigentlich gar nicht. Sie sagt, sie macht Bücher, von denen sie überzeugt sind und die gut sind, also die sie gut findet. Und ob es so eine Konjunktur, weiß ich nicht. Also man kann mir auch vorwerfen, ich habe immer nur alte weiße Männer übersetzt. Ja, freilich. Aber das sind tatsächlich ja so ein bisschen so, es hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der ungarischen Literaturgeschichte zusammen, diese Autorin Esterházy Nádas, Krasna Horkai, die sind ja so diese großen, Kertész gehört noch dazu, die in dieser sogenannten Öffnung der ungarischen Literatur Ende der 70er, Anfang der 80er, die quasi die jungen Wilden waren oder die damals den Literaturkanon gesprengt haben und dann auch sehr schnell sehr berühmt geworden sind, auch im Ausland, nicht nur in Ungarn. Und das sind tatsächlich auch ja sehr starke Autoren und die haben auch immer wieder tolle Bücher geschrieben und die sind dann natürlich auch übersetzt worden und sowas, ich meine, Surkamp schreibt sich ja auch so ein bisschen auf die Fahnen, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit der ganzen Verlagsstruktur, wie strukturiert die sich um, Rowohlt. Aber Verlage waren ja lange Zeit, also sagen wir mal bis in die 2000er, 2010er hinein, ja so strukturiert, dass sie durchaus Autoren auch begleiten. Also dass sie nicht irgendwie sagen, wir machen ein erfolgreiches Buch und verkaufen das und lassen den Autor dann fallen, sondern die wollen das Lebenswerk herausgeben. Das hat sich inzwischen so ein bisschen verändert. Es hängt immer auch mit Personal zusammen. Wer ist bei wem, bei welchen Verlagen, wie machen die, also wie sehen die Literatur?
Ja, und insofern wurden diese Autoren von den Verlagen betreut. Und ich gucke immer mal wieder auch so, was könnte man Neues machen? Gibt es irgendwie starke Autoren? Mir ist da aber, also Szilard war so ein Fall, wo ich gesagt habe, ja unbedingt, das muss ich machen. Es gibt auch noch vielleicht ein, zwei andere, wo ich das sage. Aber Konjunktur haben Romane, muss man so sagen. Also schon, wenn ein Erzählungsband kommt, ist es schwierig, das durchzubringen. Lyrik, ganz, ganz schwierig. Lyrik ist fast so eine eigene Szene in Deutschland. Wird gar nicht von den großen Verlagen bedient, sondern von Kleinverlagen, von Literaturfestivals. Ja, also was die Verlage gerne machen, wo sie, das schreiben sie auch übrigens auf jedes Buch drauf, selbst wenn es Erzählungen sind, schreiben sie vorne Roman drauf. Sie irgendwie denken, das verkauft sich besser. Manchmal so da denke, vielleicht ist das den Lesern aber eigentlich auch egal. Vielleicht würden die auch gerne irgendwie eine starke Erzählung lesen. Haben Sie mal auch einen Autor oder ein Buch abgelehnt aus ästhetischen, pragmatischen oder ideologischen Gründen? Also wo der Verlag an sich herangetreten ist und gesagt hat, den wollen wir übersetzt haben und Sie sagen, nö. Absolut, ja. Also mache ich, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie ist die eigene Auftragslage? Wenn ich gar nichts habe und gerade Geld brauche, dann glaube ich, würde ich keinen Autor ablehnen. Wenn ich jetzt gerade ganz viele Aufträge habe und eigentlich in der Arbeit mehr oder weniger untergehe, dann sagt man auch häufig pragmatische Gründe, ich schaff's einfach nicht. Aber ich habe in so einer Situation durchaus auch schon gesagt, der Autor liegt mir jetzt nicht so, oder es ist, ich meine, letztendlich, man muss sich ja vorstellen, das ist Langstrecke, also es ist wie Joggen. Man muss wirklich, das ist wie Ausdauer, man muss da durch. Man muss sich ein Jahr mit diesem Buch beschäftigen und zwar jeden Tag sich an diesen Schreibtisch zwingen. Und ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn man da was macht, wo man gar nicht dahinter steht oder wo man überhaupt keine Freude daran hat oder wo man nur mit Unlust an den Schreibtisch geht, dann glaube ich, wird es am Ende auch nichts. Die alten weißen Männer, die einen begleiten, sollten sorgfältig ausgesucht werden. Ne? Vielleicht noch so eine Frage auch auf dem Weg von was Sie übersetzen zum wie. Es ist sehr oft so, wenn Übersetzer akademisch tätig sind oder promovieren, auch zu dem Fach, in dem sie auch sich literarisch bewegen, dann fragt man immer wieder danach, ja, wie das Akademische, das Translatorische beeinflusst, quasi so eine gewisse Hierarchie, ne? Also dass das eine unbedingt das andere irgendwie beeinflussen muss. Ich würde aber gerne auch umgekehrt fragen, vor allem zum Beispiel mit Szilard Borbély. Sie haben ja mit 2006 schon angefangen, über diesen Lyrikband und die Übertragung nachzudenken. Und das war offensichtlich auch eine schwere, lange Geburt, diese 10 Jahre. Und währenddessen, während Sie sich mit diesen Texten und mit dem Autor übersetzerisch auseinandersetzten, hatten Sie die Promotion abgeschlossen, die auch ebenfalls zur ungarischen Literatur, natürlich nicht unbedingt zu den Themen, aber beeinflusste das Übersetzen Ihren akademischen Blick auf die ungarische Literatur? Ja, ich denke schon. Also vielleicht vorher noch zu der Frage kurz zurück, ich komme gleich wieder dazu. Ich habe 10 Jahre Tagebücher von Kertész übersetzt und das fand ich ganz toll. Also da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, weil Kertész ist wirklich ein Autor, den ich sehr schätze. Nicht mit allen Büchern, aber mit so 2, 3 bestimmt. Und die Tagebücher sind wirklich unglaublich spannend. Also das Galeeren-Tagebuch ist sehr spannend. Das ist ja nur so ein Arbeitstagebuch. Die sind ja alle nicht vollständig. Und da habe ich so gedacht, toll, tolles Projekt. Ich habe mich so wirklich drauf gefreut. Und das war aber eine sehr, sehr schwierige Arbeit, muss ich sagen. Also Tagebücher übersetzen, weil man einfach dem Autor so wirklich so, also so flapsig ausgedrückt, so auf die Pelle rückt. Weil man wirklich in diese, so wie so ein Voyeurist, in dieses Privatleben so eindringt. Und da habe ich echt lange gebraucht. Also da habe ich mich wirklich gequält dann am Ende. Und das war richtig schwierig, muss ich sagen. Also da ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch wie beim Lesen. Man erwartet was von dem Buch und dann wird es dann doch nicht so. So ist es beim Übersetzen auch manchmal. Jetzt zurück zu der Frage, klar, ich nutze das. Also ich meine, ich bin so aus dem Akademischen ein bisschen raus. Also ich habe diese Promotion gemacht, jetzt auch nicht unbedingt für die akademische Laufbahn, sondern einfach für mich, weil ich das abschließen wollte.
Aber ich kann, also man liest Texte natürlich schon anders, wenn man auch weiß, was spielt da eine Rolle, oder man kann dieses Übersetzen auch verwenden. Ich habe das auch in der Dissertation gemacht. Ich habe einen Übersetzungsvergleich in der Dissertation gemacht, ganz konkret einen Textvergleich auch von Roman eines Schicksallosen von Kertész. Der ist zweimal übersetzt worden, 89, 90 noch in der DDR. Und 6 Jahre später dann in wieder Vereinigten Deutschland unter sehr verschiedenen historischen Bedingungen. Und man kann diese verschiedenen historischen Bedingungen tatsächlich an dem Text sehen. Also der andere Kontext, das andere Herangehen an diesen Text, das spiegelt sich tatsächlich im Text wieder, also ganz konkret in der Lexik, in der Zeitverwendung. Kertész hat ja so nach dem Vorbild von Camus versucht, so einen Roman zu schreiben im Perfekt, was ja eigentlich im Deutschen es geht, aber dort eben doch. Und also auch so im Umgang mit indirekter Rede zum Beispiel. Also man kann wirklich ganz konkret an dem Text zeigen. Und letztendlich sind Übersetzungen ja so ein bisschen Manifestationen einer Lektüre, Manifestation einer Rezeption auch. Und das habe ich dann tatsächlich auch für die Dissertation genutzt. Und was ganz spannend ist bei dem Roman, dass sich diese Bewegung, wie der Roman in Ungarn rezipiert wurde, in den 70ern und dann in den 80ern mit einer Neuauflage und eigentlich so vom Unverständnis zum Verständnis, dass sich diese Rezeptionsbewegung auch im Deutschen wiederholt, in der deutschen Rezeption. Also, und das kann man an diesen Übersetzungen ganz gut zeigen. Sie sprachen jetzt gerade an Lektüre versus Übersetzen. Und es gibt einen ganz tollen Text, den fand ich sehr interessant und lustig, wo Sie tatsächlich sagen, auch das ist das Abschweifen und Verirren vom Glück, bis Peter Esterházy zu übersetzen. Und da sagen Sie an einer Stelle, also ihn zu lesen ist nicht so ein großes Vergnügen, also ich paraphrasiere jetzt, als ihn zu übersetzen. Ne? Weil diese Art der übersetzerischen Lektüre gewisse Vorzüge hat, gerade bei diesem Autor. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen erklären? Ja, also ich habe Esterházy nicht gelesen, bevor ich übersetzt habe. Einfach weil er tatsächlich auch in Ungarn als so ein schwieriger Autor gilt. Und ich habe das im Studium auch kennengelernt. Und also ja, und diese Hürde, glaube ich, anzufangen, in dieses Werk einzusteigen, die ist einfach riesengroß. Dabei gibt es von ihm auch leicht verständliche Bücher. Also wenn jemand was leicht Verständliches von Esterházy lesen will und sich für Fußball interessiert, kann er dieses Deutschlandreise im Strafraum, liest sich wirklich sehr kurzweilig. Oder die verbesserte Ausgabe, wo er sich mit der Stasi-Vergangenheit, oder heißt ja nicht Stasi, heißt irgendwie ABH, seines Vaters auseinandersetzt. Und die verbesserte Ausgabe ist ja die verbesserte Ausgabe zu seinem Hauptwerk Harmonia Celestis. Also dort macht er so eine Vergötterung des Vaters. Und dann dahinter, nach dem Schreiben, hat er diese Stasi-Akten gefunden und kommt plötzlich auf dem Boden der Realität an, was bei Esterházy schon viel heißt, weil er ja eigentlich immer so halb über dem Boden der Realität schwebt. Und wird er wirklich so hinabgezogen durch diese Akten. Und letztendlich ist die verbesserte Ausgabe ja auch ganz viel Zitat aus den Akten. Das ist auch ein Buch, was sich also sehr gut liest und was auch unglaublich ergreifend ist. Aber wie gesagt, es gibt von ihm wirklich Bücher, die sind unlesbar. Also Einführung in die schöne Literatur, das ist das Buch, mit dem er berühmt geworden ist, 86 in Ungarn, das in Deutschland auch erstmal gar nicht als Ganzes übersetzt wurde, sondern immer nur so in Teilen. Also da wurden immer so, Hilfsserben des Herzens zum Beispiel ist auch ein Teil eigentlich aus der Einführung in die schöne Literatur. Und dann irgendwann hat sich so ein verrückter Verlag entschieden, dieses Buch tatsächlich als Ganzes rauszubringen. Und wie gesagt, ich habe mich an Esterházy nicht herangetraut. Und das ist auch in Ungarn teilweise so, das sagen auch ungarische Studierende oder mein Professor in Ungarn, der also noch unterrichtet an der Uni, der sagt, es ist auch mit ungarischen Studierenden zum Beispiel schwer, den Produktionsroman zu lesen.
weil der natürlich in einer ganz, ganz bestimmten historischen Zeit entstanden ist und so eine Art Parodie ist auf die sowjetischen Produktionsromane. Und diesen Kontext, wenn man den aber nicht hat, ist dieser Roman einfach oder dieses Buch letztendlich nicht mehr zu verstehen. Und mein Professor meint so, mit den heutigen Studenten 30 Jahre später ist dieses Buch eigentlich nicht mehr zu lesen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Hürde bei Esther Hasi. Man muss, dieser Esther Hasi hat so einen interessanten Stil. Ich merke das auch jetzt wieder bei den Essays, der fängt einen Satz an und ihm kommt während des Schreibens, fallen ihm plötzlich Bruchstücke der Sprache ein. Also was wir ja selber auch aus unserer Muttersprache kennen. Also seien es irgendwie rezitierte Gedichte, die wir in der Schule also auswendig lernen mussten. Seien es irgendwelche Sprichwörter und Redewendungen, die uns in unserer Kindheit ständig vorgesagt wurden. Seien es irgendwelche Parolen der Politik oder der Umgangssprache, seien es irgendwelche Fachjargons oder irgendein so ein Zeitungsfloskeln oder Stilblüten. Und das in der schreibt das auch manchmal so, so ein Mist oder irgendwie bei jedem Satz oder bei jedem Wort fällt mir etwas ein. Und dieses Einfallen, wenn ihm da sowas einfällt, fängt er an, diesem Einfall zu folgen und macht dann ständig dieses Abschweifen. Also er macht dann ständig, also er sagt dann auch manchmal so, der eigentliche Text ist quasi der Umweg oder die Abweichung vom roten Faden. Und dann ist es aber ja nicht so, dass er das dann einfach nur zitiert und sagt, mir fällt jetzt hier sowas ein, sondern er fängt dann an, diese Parolen und diese Redewendungen und diese Bruchstücke der Sprache zu ironisieren, zu verballhornen, so aufzublasen und oder so zu verkürzen und so. Und dadurch sind diese Texte unglaublich voraussetzungsreich und manchmal vielleicht tatsächlich auch unübersetzbar, weil man natürlich das, was der ungarische Leser hört an Zitaten, Gasttexten, also Intertextualität etc., das hört der deutsche Leser gar nicht. Man muss da ständig irgendwie Anmerkungen machen. Ja, so hier zitiert er jetzt das und das und das, dieses Gedicht und so weiter und so weiter. Das ist also echt schwierig. Und das meine ich aber auch so mit diesen, jetzt komme ich vielleicht auf die Ausgangsfrage zurück. Im Lesen, ich weiß nicht, wie Sie lesen, aber letztendlich man, das ist vielleicht auch eine Parallele zu Krosnahorky, ist noch ein anderes Thema, aber so dieses, was man ja auch im Studium teilweise lernt, dieses Lesen, den Text zu beherrschen, den Text zu kontrollieren. Also man soll die Hauptaussage irgendwie rausfiltern, man soll die Argumentationsschritte verfolgen und so eine Exzerpte machen und so. Und das ist aber ja so ein kontrollierendes Lesen. Und bei Esther Hasi und auch bei Krosnahorky muss man einfach diese Kontrolle abgeben. Also man darf wirklich den Text nicht kontrollieren wollen, sondern man muss sich auf diesen Text einlassen, man muss diesem Text vertrauen. Also vielleicht ein bisschen wie beim Schwimmen lernen. Also wenn man Angst hat vor dem Wasser und versucht, das zu kontrollieren, dann wird man nicht schwimmen. Also man wird nur dann schwimmen, wenn man bereit ist, quasi die Füße vom Boden abzuheben und sich von diesem Wasser tragen zu lassen. Und so ist das bei den Texten von Esther Hasi und Krosnahorky auch. Man muss aufhören, das kontrollieren zu wollen, diesen Leseprozess, sondern man muss sich einfach diesem Text hingeben und sich von diesem Text tragen lassen und diese Abschweifungen mitmachen. Und egal, was da am Ende dabei herauskommt, ob man jetzt durch dieses Buch durchkommt, ob man das von vorne bis hinten liest oder ob man mitten im Text anfängt, das geht bei Esther Hasi sehr gut. Man kann da wirklich, also bei Eshti zum Beispiel geht das super, man kann da irgendwie mitten im Text anfangen und ich habe das auch nicht vorne angefangen zu übersetzen, sondern ich habe mir die Stellen rausgesucht, die irgendwie am Anfang so leicht aussahen. Also ich habe genau in der Mitte angefangen und ja, und deshalb meine ich so, ich glaube, ich bin vielleicht einfach mit der falschen Lektüre-Erwartung an Esther Hasi rangegangen. Natürlich so, wie wir das in der Schule und im Studium lernen. Wir müssen diese Bücher durcharbeiten und beherrschen und besitzen und in unsere Bücherregal stellen und irgendwie dieses Wissen mit nach Hause tragen. Und darum geht es aber, glaube ich, gar nicht. Also das ist ja auch so ein Axiom im pragmatischen Übersetzen, das, was wir auch ständig beibringen. Ja, also, dass man den Text erst
anfängt zu übersetzen, wenn man makrotextuell einen Eindruck hat, was das ist und welche Adressate und so weiter. Und das widerstrebt ja, das ist ja quasi so ein widerborstige Lektüre beim literarischen Übersetzen. Ne? Ja, das ist auch so, ich bin oft gefragt, wo ich habe mich früher immer nicht getraut zu sagen, ich lese diese Bücher nicht, bevor ich die übersetze. Ich sage das aber jetzt, also man muss die, glaube ich, also meistens weiß man ja so ein bisschen so, worum es geht. Aber letztendlich ist das ja so ein Abenteuer, dass man sich sowieso darauf einlassen muss. Und man hat ja auch gar keine andere Chance. Also man muss durch dieses Buch durch und es nützt mir auch nichts. Klar nützt es mir irgendwie, wenn ich so ein Vorverständnis habe des Textes. Aber letztendlich, man geht auch ja so oft durch den Text durch während des Übersetzens. Also man macht den ersten Durchgang, man macht einen zweiten Durchgang, man macht vielleicht noch einen dritten Durchgang. Man kriegt das wieder, wenn die Fahnen vom Verlag kommen und muss dann nochmal durch diesen Text. Und man senkt einem schon so ein Ohren raus. Aber letztendlich, man kommt so oft durch diesen Text durch, dass man gerade so Sachen wie, also die klassische hermeneutische Zirkel, man hat irgendwie das falsche Vorverständnis und das korrigiert sich dann während des Lesens. Das passiert sowieso. Also man kann auch quasi im zweiten oder dritten Durchgang noch viele Sachen ändern. Das heißt, Übersetzer sind nicht die besseren Leser, sie sind die Nichtleser, so könnte man sagen. Also ich finde es auch ganz schön bei die Mantel- und Degen-Version, das ist ja ganz sonderbar, was da gemacht wird. Da findet ja im Grunde das meiste in den Fußnoten statt. Und die Fußnoten sind ja so ein Schlagabtausch zwischen Ihnen und Esterhazy, ja. Man, auch umgangssprachlich und alles Mögliche fand ich wunderbar. Ein Beispiel ist in der Fußnote, wenn man P.E. hat, weiß man, okay, das ist Esterhazy und dann H.F. Das ist die Heike Fleming, ja. Ausdruck des Akademikers Tibor Erdos. Das ist von Peter Esterhazy und dann war es, bis ich es übersetzte. Heike Fleming. Ne? Oder Asien fängt bei der Landstraße an, hätte Metternich gesagt. Genauer Clemens Wenzel, Nepomuk, Lothar Graf und Fürst von Metternich, Winneburg zu Beilstein. Peter Esterhazy. Und natürlich sagte er das auf Deutsch, deshalb auch im Folgenden die Unterstreichung. Also das sind also, oder das Leben der Übersetzer ist schwer. Ja, also man lässt auch so ein bisschen den Frust raus, aber auch in einer Art und Weise, wo, also so sichtbar, wie hier habe ich die H.F. kaum gesehen. Ja, also irgendwo anders. Und soweit ich das verstanden habe, war das ja auch so eine Übereinkunft, eine bewusste Entscheidung von beiden, vom Autor und von Ihnen, dass Sie das so machen. Und das liest sich eigentlich fast schon wie so eine übersetzungspoetologische Studie. Das könnte man den Studierenden geben, eben die keine Ahnung von der ungarischen Literatur haben, aber um zu fragen, wie kann sich der Übersetzer gegen den Autor und mit dem Autor behaupten? Ja? Wie ist das? Ist das nur in diesem Buch so? Oder ich habe das bei den anderen gar nicht so in der Form beobachtet. Hier dabei, diese andere, die Markus-Version, da haben wir das auch, da haben wir das ganz hinten gemacht, ja. Weil er hat, in der Markus-Version ist das so, dass das ganz viel so Bibelzitate gibt und auf eine bestimmte Bibelversion, also ungarische Bibelversion, was natürlich nicht ging, wir haben dann einfach Luther genommen, wo ich auch Glück hatte, das hatte nämlich die französische Übersetzerin zum Beispiel nicht, die hat sich sehr beschwert, dass es keine protestantische Bibelübersetzung oder dass es nicht so eine berühmte protestantische Bibelübersetzung im Französischen gibt, auf die sie da zurückgreifen kann. Ja, dieses Kontextualisieren, das macht man als Übersetzer, es hängt immer so ein bisschen vom Buch ab. Ich habe nichts gegen Anmerkungen im Text übrigens, also beziehungsweise vielleicht nicht als Fußnote, sondern was ich ganz gerne habe, sind diese Anmerkungen, die man ganz hinten im Buch macht, mit Seitenzahl, wo also der Leser, der das nicht braucht, der kann einfach den Text lesen. Und der vielleicht doch irgendwie eine gewisse Einordnung haben möchte, der kann einfach hinten gucken. Und das, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Also, weil sonst renne ich beim Lesen ständig irgendwie zu Wikipedia oder zu Google und muss dann irgendwie alles immer nachgoogeln und gucken. So hat der Übersetzer diese Arbeit gemacht und hat mir das quasi schon präsentiert. Und ja, das machen wir manchmal, also gerade wenn Autoren lange schon tot sind oder so, wenn man irgendwie ein Werk noch einordnen muss etc., wenn sich Sachen nicht so von selber erklären.
Ja, bei diesem Buch war das ja so, dass Esterhazy ja schon so, der wollte ja einen historischen Roman, also das war so das Projekt, ich schreibe jetzt mal so einen historischen Roman, nenne das auch noch einfache Geschichte, 100 Seiten. Übrigens, die Titel sind im Deutschen anders als im Ungarischen. Eigentlich ist der Haupttitel einfache Geschichte, 100 Seiten. Und dann diese verschiedenen Versionen. Und er hat sich, also ihm ist ja mal vorgeworfen worden, er würde so schwierig schreiben. Er hat gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal eine ganz einfache Geschichte, die hat auch nur 100 Seiten. Ja, so sieht es auch aus. Ja. Sind aber auch keine 100 Seiten. Ja, ja, aber die sind ja dann oben nummeriert. Und die Markus-Version ist, glaube ich, fast genau 100 Seiten, hat das irgendwie durchgehalten. Ja, und dann hat er sich so gedacht, ja, ich schreibe mal so einen historischen Roman und dann mache ich mich mal so ein bisschen lustig über die Historiker, die immer so tolle Fußnoten in ihre Texte schreiben. Ich schreibe auch mal tolle Fußnoten in meine Texte. Und das hat er dann gemacht, aber natürlich so sehr ironisch. Und weil da hat es sich dann einfach, weil das schon so ironisch war, hat sich das einfach angeboten, dass wir, wo wir sonst vielleicht als Übersetzer oder als Übersetzerin sagen, also das war auch immer Esterhazys Devise übrigens, hat immer gesagt, ja, brech es nicht übers Knie, sondern wenn du es nicht machen kannst, dann mach es nicht, sondern streich es einfach. Streichen ist auch eine Übersetzungsstrategie. Nicht übersetzen ist auch eine Übersetzungsstrategie. Gewagte These, aber das ist tatsächlich, weil man sieht das ja, also man sieht an den Stellen, wenn so ein Text dann so quasi vergewaltigt wird, man versucht dann so einen Witz daraus also zu übersetzen und der funktioniert dann nicht, was soll das? Also dann lieber gibt es ja diese Kompensationsmöglichkeiten, dann irgendwie an einer anderen Stelle irgendwie was unterzubringen, was lustig ist. Aber Esterhazy war da, glaube ich, ja, der hat dann so gesagt, ja, wenn es nicht geht, dann mach's einfach nicht, dann streich's einfach. Und ja, und hier hatten wir aber ja die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, alles, was nicht geht, können wir in die Fußnote packen. Und dann irgendwie was Lustiges finden. Und da hat er übrigens auch dann mitgemacht. Also wir haben uns dann, ich habe eine lange Korrespondenz dann mit ihm, wo wir uns austauschen, wie wir da irgendwie was Lustiges unterbringen können, wie wir die Stellen, welche Stellen wir kommentieren und wie wir die kommentieren und so. Und da, also es ist nicht so, dass ich die, also letztendlich hat er auch hier sich dann wieder als Autor mit hineingeschrieben. Und übrigens auch in anderen Übersetzungen, also die slowakische Übersetzerin hat das auch so gemacht. Also dort, wo er das noch konnte, ist er dann relativ bald dann gestorben. Das ist ohnehin, zumindest bei den alten weißen Männern, ja, bei Borbély, bei Esterhazy und dann auch bei Krasznahorkai so, dass wir hier ein Modell der Interaktion haben, das auch persönlich ist. Ne? Also man spricht über die Texte, man diskutiert und eine andere Besonderheit, zumindest bei Borbély und bei Esterhazy, ist, dass sie ja Deutsch sehr gut können. Also Borbély hat ja selbst aus dem Deutschen ins Ungarische übersetzt. Und es ist nicht nur ein, und bei Esterhazy ist das quasi die Bildungssprache, wie er das mal nannte. Das ist für ihn der Zugang gewesen zu der Weltliteratur. Und wie gestaltet sich das? Kann es ein Vorteil sein? Uns schwebt ja immer vor, das wird immer reingepfuscht dann oder der Autor würde versuchen dann etwas hineinzubringen in den Text, um dann diese Herrschaft zu behalten. Das scheint zumindest bei Esterhazy ja nicht das Problem zu sein. Aber wie ist das, wenn die Autoren eben Deutsch können, und zwar sehr gut? Ja, das hängt noch auch so mit dem zusammen, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit dieser kulturellen Nähe. Die ungarische Sprache hat ja eine relativ interessante Entwicklung, insofern, dass Ungarisch ganz, ganz lange Zeit gar keine Literatursprache und auch keine Amtssprache, Behördensprache übrigens war. Also Literaturentwicklung ist dann ungefähr so wie in Deutschland. Also es gibt diese, dann mit Anfang des 19. Jahrhunderts diesen, da wird quasi die Nationalsprache entdeckt und wird dann Literatur produziert. Und die Literatur ist auch so ein großer Ort des Nationalbewusstseins. Das ist vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland, aber ja, und trotzdem war die Amtssprache in Ungarn, ich glaube, die längste Zeit in Europa war Latein, also bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. Und dann wurde es Deutsch. Und
ja, die größten Ungarn oder die heute als größte Ungarn betrachtet werden, also der große Széchenyi, der hat gar nicht auf Ungarisch geschrieben, der hat seine Tagebücher auf Deutsch geschrieben. Also das Deutsche ist bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Sprache, die man in Ungarn sprach, wenn man gebildet war. Und bei Esterházy ist das noch so ein bisschen so ein Nachklang, natürlich auch aus seiner Familiengeschichte hinaus, aber auch Krasznahorkai zum Beispiel spricht sehr, sehr gut Deutsch. Ja, Szilard auch. Also die meisten Autoren, nicht alle übrigens, aber viele Autoren können das noch. Und ja, das hat Vorteile, zum Beispiel, dass hier in Deutschland, dass sie selber auftreten, also dass sie ihre Bücher selber vermarkten können, dass sie Interviews geben können. Das spielt immer eine große Rolle, auch in der Vermittlung. Und zum Übersetzungsprozess selber muss ich sagen, dass sie da alle wahnsinnig uneitel waren. Also Krasznahorkai sagt, also wir hatten uns jetzt erst wieder getroffen am Samstag, er hat sein Buch vorgestellt und er meinte da auch so, ja, das Deutsche, das ist hier nicht mein Text, also das ist den Text, den die Übersetzerin geschaffen hat. Und er redet da auch nicht rein. Also Krasznahorkai redet gar nicht rein. Der lässt mich mehr oder weniger machen. Und wenn ich Fragen habe, dann steht er zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, ob er sich das auf Deutsch dann nochmal durchliest. Bei Esterházy war das so, der hat das Gelesene immer auch, und zwar sehr gründlich gelesen und hat mir dann so gesagt, hör mal zu, also hier an der Stelle ist der Ton nicht ganz getroffen, das müsste irgendwie noch ein Tick ironischer, das ist ja noch so ein bisschen mehr so auf altertümlich gemacht, also er schreibt ja nicht altertümlich, sondern er ironisiert das so ein bisschen. Der hat auch immer ganz genau den Satzverlauf gehört, der hat mir Fehler gesagt, also das kann ja so nicht sein, da steht im Ungarischen was anderes und so, aber auf so eine sehr, also Esther war sowieso wahnsinnig charmant, auf so eine sehr feine, vertraute und irgendwie aber auch uneitle Art und Weise. Also er hat auch gesagt, ja, Fehler passieren mir auch, dann verbessern wir die einfach und fertig ist. Und Szilard hat, glaube ich, der hat auch sich jetzt gar nicht groß eingemischt. Den habe ich manchmal Sachen gefragt und der hat dann immer auch so gesagt, ja, tut mir leid, kann ich nicht drauf antworten. Also bei Gedichten ist es häufig so, dieses, was ich vorhin sagte, dass das Ungarische kein Geschlecht kennt und wenn die nur mit Personalpronomen arbeiten, ist das in Gedichten, wo man jetzt nicht sonderlich viel Kontext hat, manchmal nicht zu entscheiden, ist das hier er oder sie. Und dann bei solchen Fällen frage ich dann natürlich den Autor und hat Szilard immer so gesagt, ja, keine Ahnung, auf Ungarisch ist das halt beides. Und strenge deutsche Sprache, meinte er dann immer. Warum muss ich das jetzt entscheiden? Hat mir dann aber auch so freie Hand gelassen. Jetzt hatten wir so ein bisschen das Schwieriger oder doch viel leichter als vorgestellt, Verhältnis zwischen dem Autor und Übersetzer einigermaßen geklärt. Das mit dem Verlag hatten wir besprochen. Vielleicht noch eine Frage. Tandem-Übersetzungen, also kollaboratives Übersetzen, Erfahrungen damit, gute, schlechte? Gute und schlechte. Also wie gesagt, ich hätte in Ungarn in dem Studiengang eine Mentorin, die auch Übersetzerin ist. Mit ihr kann ich zum Beispiel sehr gut zusammen übersetzen. Sie hat auch bei meinen ersten Büchern immer das Außenlektorat gemacht. Also da hat der und da war ich immer auch ganz froh darüber, einfach zu wissen, da ist noch mal jemand gerade bei diesen ersten Übersetzungen. Und wie gesagt, ich bin nicht muttersprachlich Ungarisch. Da hat der Verlag dann gesagt, klar, machen wir. Das ist für den Verlag natürlich immer noch mal extra Geld, Aufwand. Wir müssen jemanden bezahlen außerhalb des Verlags dafür. Aber es war denen auch lieber so. Und mit ihr kann ich sehr gut zusammenarbeiten. Aber ich glaube, man sollte sich das vorher sehr, sehr gut überlegen. Also wie passt man zum Beispiel sprachlich zusammen? Wie passt man vom Arbeitsstil her zusammen? Gibt es ja, glaube ich, ganz unterschiedliche Typen. Also die immer irgendwie den Termindruck im Rücken brauchen, um überhaupt anzufangen. Und die sehr gewissenhaft viel zu früh anfangen. So eine Kombination würde ich nicht empfehlen. Es läuft meistens gegen die Wand. Aber
Es gibt solche Programme auch beim DÜV übrigens. Ich weiß jetzt nicht, wie das Stipendium heißt. Das hat einen ganz bestimmten Namen. Ich weiß nicht, Gottschett? Nee, irgendwie, irgendeinen Namen. Das ist so ein Mentorenprogramm, da kann man sich bewerben mit einem Auftrag und kann einen Mentor, eine Mentorin benennen, die einem bei dem Projekt hilft und beide bekommen dann, glaube ich, eine gewisse Summe Geld dafür. Und man kann sich auch generell beim DÜV mit mehreren Übersetzern auch bewerben. Ist auch übrigens kein Problem. Also es ist möglich. Man sollte, glaube ich, aber die Konditionen dessen, wie man das macht, vorher übrigens immer, also bei allen auch Kalkulationen übrigens, wenn man für den Verlag abschätzt, wie umfangreich ist das Buch, was verlangt man für die Seite, gibt es irgendwie noch Sachen, zum Beispiel Zuschlag für Schnelligkeit, Zuschlag für besondere Schwierigkeit, Recherchepauschalen. Man sollte sich das wirklich sehr gut vorher überlegen, was die Übersetzung alles erfordert und das auch dem Verlag sehr detailliert darstellen. Und wenn man so ein gemeinsames Projekt macht mit einem Kollegen oder einer Kollegin, dann auch vorher ganz genau klären, wer macht was. Weil wenn das dann am Ende irgendwie an einem die ganze Arbeit hängen bleibt, dann ist das, glaube ich, sehr unbefriedigend. Alles aufgeschrieben? Bis jetzt der schwierigste Autor, wer war das? Oder Autorin, aber ich habe keine alten weißen Frauen gefunden. Dies waren tatsächlich nur Autoren. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Es ist immer so, dass ich vor dem Übersetzen so ein bisschen Herzflattern habe, wo ich so denke, so ich, das kann ich, was habe ich jetzt angenommen? Oh Gott, das kann ich doch gar nicht und ich schaffe das niemals und so. Aber letztendlich, man hat ja dann ist die Wahl, also man hat das dann angenommen, man muss dann da durch und es hilft wirklich nichts, man muss das Satz für Satz machen und so. Man darf auch nicht auf das Ende gucken, das ist tatsächlich ähnlich wie beim Joggen, nie daran denken, wie man jetzt schon fertig ist, sondern man muss wirklich da Schritt für Schritt durch. Und ich habe dann eigentlich immer gemerkt, so man schafft es auch, man schafft schwierige Stellen, man kann sich da durchackern, man findet Lösungen. Ich habe so letztens so eine Weiterbildung gemacht zur Übersetzungstheorie und die hatte uns eine ganze Menge Zitate mitgebracht von berühmten Frauen und Männern, Männern wahrscheinlich mehr. Da gab es ein ganz schönes von Wittgenstein, das Übersetzen ist so ein bisschen wie ist ein bisschen wie Mathematik, also mathematische Rätsel lösen. Man hat bestimmte Dinge, die gegeben sind und man muss aus diesen gegebenen Dingen letztendlich auf die Lösung kommen. Und so ist es tatsächlich so ein bisschen beim Übersetzen. Man guckt sich die Sachen an, die gegeben sind und man kommt dann am Ende irgendwie auf eine Lösung. Und ja, und dann haben die Autoren tatsächlich dann jeweils auch ihre eigenen Schwierigkeiten. Also bei Krasnahorkai ist es so dieses, natürlich diese langen Sätze, wo ich da gar nicht sagen würde, dass das die Schwierigkeit ist, weil diese Sätze auch im Ungarischen schon also auf den Füßen stehen, die haben Hand und Fuß, da schwimmt man nicht. Und wenn man sich so ein bisschen in der deutschen Syntax auskennt, dann, glaube ich, kriegt man das sehr gut hin. Aber bei Krasnahorkai kommt auch viel dieses indirekte Rede, erlebte Rede, dieses ständige Changieren dazwischen. Wie baut man eine erlebte Rede? Das ist ja, gibt's ja ganz spezielle Techniken, also welches Personalpronomen muss man dann verwenden und welche deiktischen Dinge und welche Zeitform oder Modus, sagen wir mal so. Und das ist dort zum Beispiel immer so eine Schwierigkeit. Bei Esterhazy sind es tatsächlich dieses Wortspiele, Alltagssprache, Sachen recherchieren, Dinge kontextualisieren, finden überhaupt, worauf, auf welchen ungarischen Komiker der 80er Jahre spielt er jetzt wieder an und sowas. Ganz viel YouTube-Recherche. Ja, bei Szilard waren es in den Gedichten halt tatsächlich
geschlossene Formen, gereimte Formen, Rhythmen, Metren, alles nochmal sich angucken, Poetiken lesen, studieren, wie macht man sowas, wie baut man ein Hexameter und sowas. Ja, also ich glaube, man, weil das Schöne vielleicht am Übersetzen ist, dass man tatsächlich sehr tief in die Sprache, ich nenne es jetzt mal nicht Muttersprache, sondern ich nenne es mal jetzt mal Zielsprache, weil man sehr tief in die eigene, in die Zielsprache einsteigt und man auch sieht, wie machen das die Schriftsteller eigentlich? Also wie schreiben die Bücher? Wie bauen die Texte? Was gibt's da für Mittel? Also wie wird Literatur gemacht? Also alles das, was man im Studium so theoretisch lernt bei der Einführung in die Literaturtheorie, also diese ganzen Erzählinstanzen und wie funktioniert das, das kann man dort tatsächlich wirklich en detail oder minutiös verfolgen und man muss das auch selber produzieren. Also man muss wissen, wie ein deutscher Satz gebaut wird, man muss wissen, wo man Kommas setzt, man muss wissen, wie man indirekte Rede verwendet, man steigt sehr tief in Lexik ein. Ja, also ich glaube, also insofern so dieses halbe Germanistikstudium, was ich gemacht habe, war gar kein so schlechter Ausgangspunkt. Es ist nicht nur die Ausgangssprache, also ich würde sogar sagen, es ist weniger die Ausgangssprache. Man kann sich gerade heutzutage, wo man wirklich alles googeln kann, also wo man Sachen, die man im Wörterbuch nicht findet, googeln kann und dann einem Google Kontexte ausspuckt, in denen Vokabeln verwendet werden, kann man sich in der Ausgangssprache, aus der man übersetzt, sehr, sehr, sehr viele Dinge auch zusammen recherchieren. Mhm. Ja. Vielleicht stelle ich noch ein, zwei Fragen an Mikrotextuelle, aus mikrotextueller Sicht, aber nicht zu viele, weil es natürlich unfair ist, über Bücher zu sprechen, jetzt, die vielleicht jetzt nicht von allen gelesen wurden. Nur ganz kurz, also bei Borbély, dieser Roman Die Mittellosen und natürlich der wichtige Titel Ist der Messias schon weg? Weil das ist natürlich auf dem Titelblatt wieder nicht drauf, aber das ist ja eine zentrale Frage. Das ist übrigens das, was Sie gesagt haben mit den Fußnoten am Ende. Ja, also die auch recht karg sind, also so viele sind es nicht. Und es wird ja aus der Erzählperspektive eines Kindes geschildert. Und es ist so, es ist eine raue Dorfwirklichkeit der 60er, 70er Jahre. Das ist wohl ein Dorf in einer Grenzregion, also in der Nähe der rumänischen und ukrainischen Grenze, soweit ich das verstanden habe. Szilárd Bobé ist ja auch ein Literaturhistoriker, ja, der Barock und Aufklärung, und das sind für ihn auch gewiss sprachliche Elemente. An einer gewissen Stelle sagt er selbst zu diesem Text, das ist ja quasi eine biografisch grundierte Erzählung, wie er das nennt, sagt er, dass das eine Archaik ist, dass da archaische Momente drin sind. Und zum Beispiel das Kind sitzt die Eltern die ganze Zeit. Man hat so eine ambivalente Schreibweise bei Messias. Das ist sowohl der Name des christlichen Erlösers als auch eines Protagonisten. Ne? Und dann sagt Bobby an einer Stelle, dass das alles im Geiste der kindlichen Unterwürfigkeit war. Zum Beispiel das Sitzen, diese Distanz zu den Eltern. Und dann diese Raue, dieses Geschimpfe, ja, und diese Brutalität, sowohl sprachlich als auch körperlich, die geschildert wird. Ist das etwas, was leicht zu übertragen ist ins Deutsche? Ja. Ja, ich meine, das mit dem Siezen, das ist im Ungarischen tatsächlich komplizierter. Die haben ein viel differenzierteres System des Duzen und Siezens und unterscheiden zum Beispiel auch zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene Siezformen. Also je nachdem, ob ich jemanden begegne, den ich gar nicht kenne, sieze ich sehr höflich. Mhm. Wenn ich mit dem auf so einer Stufe, also zum Beispiel der Nachbar, zu dem sage ich nicht du, zu dem sage ich aber auch kein ganz höfliches Sie, sondern zu dem sage ich so ein etwas so dazwischen, ist auch ein Sie, aber so ein etwas vertrauteres Sie. Mhm. Und dann, was diese Form, die hier ist, ist noch eine dritte Form, das ist eigentlich so eine
ich weiß nicht, ob es das bei uns noch gibt. In Österreich merkt man das vielleicht manchmal noch so ein bisschen, so dieses, also dieses, im Ungarischen heißt das tätzig, belieben sie zu tun. Und so redet er mit seinen Eltern. Und das ist aber so eine ganz typische Form, mit den Eltern zu reden. Das ist natürlich schwierig zu übersetzen, weil man das im Deutschen ja gar nicht differenzieren kann. Also man muss dann tatsächlich dieses Sie nehmen. Andererseits ist, glaube ich, dieses Siezen der Eltern jetzt bei uns auch nicht, klar, es ist lange her, so 100 Jahre, vielleicht 70, aber das ist ja durchaus auch im Deutschen üblich gewesen, die Eltern zu siezen. Insofern ist es, glaube ich, nicht ganz so weit weg. In Ungarn ging das halt eben noch so ein bisschen länger. Und diese andere Sache ist die Dorfwirklichkeit 60er, 70er Jahre ist, glaube ich, in Deutschland, Schweiz, auch gar nicht so anders. Also ich habe viele Leser, Leserinnen getroffen, die mir gesagt haben, also deutsche Leser, Leserinnen, die mir gesagt haben, ja, genau so war das in meinem Dorf auch. Und das muss auch nach dem Krieg gewesen sein. Beziehungsweise auch Schweiz, glaube ich, ist teilweise diese Bauernwirklichkeit unglaublich brutal gewesen. Und insofern ist dieses, klar, man denkt so, das ist so Osteuropa, und aber ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von uns. Insofern war es vielleicht in der Hinsicht nicht so schwer. Es war natürlich, das ist schon heftig. Also das, diese Grausamkeit gegenüber den Kindern, auch untereinander, diese soziale, unglaublich soziale Kälte zu übersetzen. Aber das gehört, glaube ich, einfach so zum Job dazu. Also man, das, ja, da muss man sich dann halt reinarbeiten. Was ich bei dem Buch aber, was das ja so ein bisschen aufhebt, ist ja so eine gewisse Lakonie oder auch Ironie. Also das, wie er die da, die er da reinbringt. Und ja, also das ist vielleicht so ein bisschen so, jedes Buch hat so seine eigenen Schwierigkeiten und man kann das, glaube ich, auch sehr so von der sprachlichen Perspektive her betrachten, und beziehungsweise man ist dann tatsächlich ja auch damit beschäftigt, diesen richtigen Ausdruck zu finden und kann, glaube ich, von dem Inhalt oder von dem Stoff so ein bisschen abstrahieren. Aber das ist vielleicht ähnlich wie, wenn man Texte aus oder über Auschwitz liest. Das ist ja auch nicht einfach. Als Leser ist das oder als Leserin ist das nicht einfach. Und trotzdem kann man, schafft man das ja, oder? Ja. Ein ganz anderes Beispiel wäre Herrscht 07769, ja, von Laszlo Krasznahorkai. Das ist übrigens ein Roman, Strich Erzählung, was wohl Herr Krasznahorkai als letztes noch mit eingefügt hat, was auch etwas verwirrend ist. Das ist geschrieben mit einem Satz. Der Satz fängt auf der ersten Seite an und hört auf der letzten Seite auf, was erstens etwas irritierend ist, aber man kommt da rein und man ist gezwungen, sehr aufzupassen, ja, also in der Lektüre, weil dieses kognitive Drüberlesen, das ökonomische Lesen, was immer sich irgendwann einschaltet bei einem Roman, man kennt schon, also so ein bisschen, darum geht's jetzt, das ist jetzt die Handlung, jetzt mache ich mal ein paar Seiten etwas flotter. Das funktioniert einfach nicht, weil auf einmal mitten im Satz ja die Perspektive gewechselt wird, ja, und das, dieses Er-Sie ist ja auch eine besondere Herausforderung gewesen. Am Ende geht es, es ist eigentlich, das Interessante, was ich noch sagen wollte, ist, man hat normalerweise so eine Vorstellung davon, wenn ich einen ungarischen Roman lese, dann erfahre ich etwas über Ungarn oder über den ungarischen Kulturraum oder aus zumindest irgendetwas, irgendeine landeskundliche oder eine kulturreflektierte Haltung werde ich da erfahren. Und Ingo Schulze, glaube ich, hat geschrieben, Laszlo Krasznahorkai hat einen großen deutschen Roman geschrieben, denn es handelt sich um ein Dorf in Thüringen, Kanna heißt das Dorf, und im Grunde verlässt man kaum die Grenzen des Dorfes. Also es gibt diese, als der Protagonist dann irgendwann Richtung Wildnis aufbricht und flüchtet, dann erfährt man auf einmal so ein bisschen, dass dieses Universum aufgebrochen wird, aber er kehrt ja wieder zurück. Ne? Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht,
Ist das ein anderes Übersetzen als zum Beispiel bei Borbély? Weil da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, ich übertrage nicht nur aus der Sprache, ich übertrage aus dieser Wirklichkeit, die hier vertextet wird. Mhm. Und das ist eine Wirklichkeit, obgleich wohl gesamteuropäisch sehr in der Brutalität und so weiter analog, ist das trotzdem eine besondere Wirklichkeit Ungarns. Ne? Und unsere Vorstellung, dass Übersetzung ein Sprach- und Kulturtransfer ist, wird dadurch so ein bisschen unterwandert, ja, weil hier ist zwar eine sprachliche Übertragung, aber inwieweit ist es eine Kulturraumübertragung? Oder wie könnte, ich weiß nicht, wie ich das fassen soll, aber es ist so ein bisschen ein Widerspruch. Ne? Würde das bedeuten, meine Frage jetzt, ich komme langsam zum Schluss, wie Krasnahorka mit Punkt, Punkt, war das dadurch einfacher zu übersetzen? Ja, ich habe eine landeskundliche Sache aus dem Buch auch gelernt, nämlich, dass Johann Sebastian Bachs Familie aus Ungarn stammt. Ja. Wusste ich vorher nicht. Also das ist ja so ein bisschen bei Krasznahorkai immer so. Also das erste Buch, was ich von Krasznahorkai übersetzt habe, war Sajobo auf Erden, wo der Verlag tatsächlich so argumentiert hat, können wir den Titel nicht ändern? Wir haben schon so einen schweren Autorennamen. Jetzt haben wir da noch dieses Sajobo, wo kein Mensch weiß, was das ist. Können wir nicht den Titel ändern, sodass wir also den Leser, die Leserin es überfordern mit schwerem Autorennamen und schweren Titel? Das ist ja so ein Buch, was wirklich, und das ist auch, glaube ich, typisch für Krasznahorkais spätere Bücher, sagen wir mal so, das spielt ja auf der ganzen Welt. Also das geht wirklich von Errichtung eines Shinto-Schreins in Japan über Akropolis bis Alhambra und ich weiß nicht was. Und insofern waren die ersten Bücher von Krasznahorkai diese, also auch Die Welt voran ist sowas. Der ist dann in Indien und ich keine Ahnung, irgendwie, ich glaube in Shanghai und du dann diese irgendeine irre Autobahnkreuzung beschreiben. Und das war eine Herausforderung, weil das war fast so fachübersetzen, weil ich tatsächlich diese das Vokabular der Autobahnkreuzung lernen musste, also halbdirekte Verbindungsrampen und sowas, weiß ich noch bis heute. Und verglichen damit war das hier fast ein Spaziergang, weil das wirklich so nah ist. Also Krasznahorkai, vielleicht so ein bisschen zu wissen, der hat in den 80er Jahren angefangen mit einem Erzählungsband. Gnadenverhältnisse ist auf Deutsch in der LCB-Edition erschienen. Ich glaube auch relativ schnell, also 80er Jahre. Das ist ein toller Erzählungsband. Also es ist immer noch mein Lieblingsbuch von ihm. Super Erzählungen. Und dann hat er diesen, womit er berühmt geworden ist, weil es auch verfilmt worden ist in 6 Stunden von Béla Tarr, Satanstango, was auf dem ungarischen Dorf spielt, übrigens ähnlich wie die Mittellosen, auch ähnlich von der Stimmung her. Und dann hat er ja angefangen, so zu reisen und die ganze Welt zu bereisen und darüber zu schreiben. Und dann, wie gesagt, sahen diese Bücher dann so ein bisschen anders aus, kamen aus dieser ungarischen Wirklichkeit heraus. Dann ist er mit diesem Baron Wenkheim, das war das vorherrscht, ist er wieder nach Ungarn zurückgekehrt, hat wieder so eine Provinzgeschichte geschrieben. Ja, und jetzt halt die deutsche Provinz. Ich meine, was sich der Autor so als Thema oder als Stoff nimmt, der schreibt halt nicht unbedingt über Ungarn. Für mich war das, für mich hat das super gepasst, weil ich bin in diesem Milieu tatsächlich aufgewachsen. Also nicht in Kala, das ist ja auch kein Dorf, es ist eine Kleinstadt. Und was er da beschreibt, letztendlich ist das ja so ein Panorama der deutschen Kleinstadt und Provinz. Vielleicht nicht mal nur der Ostdeutschen, sondern generell der deutschen Provinz. Mit diesen Diskussionen über das 10 Cent teure Bier. Also das kenne ich tatsächlich auch. Und insofern war mir dieses Milieu wahnsinnig vertraut. Diese Diskussion über die Wölfe, also wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre und die Tageszeitung aufschlage, es vergeht kein Tag, wo nicht irgendwie über die Wölfe diskutiert wird. Dann kommt da der Nabu und so und dann kommen die Wolfsmanager und wollen versuchen, den Bauern zu erklären, wie sie ihre Tiere schützen können. Und so genau so funktioniert das. Und
insofern, das, also ich fand das großartig. Ja, und dann ist Kala tatsächlich ja auch noch, also Kana, es heißt im Buch ja Kana, das ist eine ganz witzige, da gibt es sehr, sehr viele Anspielungen drin übrigens. Und dieses Kala ist auch nicht ganz unbekannt, also zu DDR-Zeiten Standort, die gibt es ja jetzt auch noch in dem Buch, gibt es aber auch tatsächlich noch. Kala war eine berühmte Porzellanmanufaktur. Jede ostdeutsche Familie hat, glaube ich, Kala-Porzellan in ihrem Küchenschrank stehen. Ja, insofern, mir waren diese Orte sehr vertraut. Meine Tante zum Beispiel wohnte in Eisenberg, wo hier der Doktor, keine Ahnung, wie hieß er, Dr. Tietze, nee. Tietze, wohnt. Ja, also vielleicht so ein Vielleicht braucht man manchmal einen, es ist irgendwie so endogen, aber irgendwie auch von außen so ein bisschen wie der Fremde von Georg Simmel. Ne? Also das ist irgendwie so, man braucht eigentlich jemanden von außen, der aber gut genug die Sache kennt, dass er dir das zeigt und auf einmal bist du, das ist meine Wirklichkeit. Ja, ja. Ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich war jetzt auf einer Lesung von ihm und das war auch die Hauptfrage des Publikums tatsächlich, wie er darauf kommt, über Thüringen zu schreiben oder ja, also er hat dazu gesagt, dass er eigentlich über Bach schreiben wollte tatsächlich und vielleicht war er dann auch da irgendwie und wollte diese Bachstätten besuchen, die ja zahlreich sind in der Gegend. Und er meinte so, er sei ja auch kein Schriftsteller, er sei eine Art Skriptor, also so wie im Mittelalter und ihm sei quasi diese Figur, er hätte hinter ihm gestanden und hätte ihm diese Geschichte quasi eingeflüstert und er sei nur so dieses Medium, das diese Geschichte aufgeschrieben hat, was natürlich, ja, ist auch so eine Autofiktion. Aber was witzig ist, er hat, ich weiß gar nicht, auf seiner Facebook-Seite oder der Verlag hat es dann gemacht, es gibt ganz viele Fotos, wo diese ganzen Orte, die in dem Buch auftauchen, also das Grillhäusel und die Bibliothek und der Benutzerausweis von Florian Herrscht übrigens, und dieser Sprayer übrigens auch das Graffiti mit dem Sprayer drauf, also es gibt davon Fotos, also irgendwie scheint er da tatsächlich ja auch diese realen Orte dann genommen zu haben und dann verfremdet zu haben für seine Geschichte. Wahnsinn, dass die Fiktion dann doch reine Fakten sind. Aber übrigens, ich fühlte mich heute, als ich in Germersheim auf dem Bahnhof ausstieg, ganz so weit von Kala Bahnhof. Also verfallenes Bahnhofsgebäude. Ja, wir sind sehr stolz drauf. Ja. Also wir sind offensichtlich vielleicht auch Prototype eines neuen deutschen Romans oder werden es. Es hat schon was, ja. Nur die Wölfe gibt es, glaube ich, nicht. In den Wäldern, ja. Vielleicht so als letzte meine Frage und dann gehen wir zu den Fragen des zahlreichen Publikums über. Welchen Autor oder welche Autorin würden Sie gerne übersetzen, wo Sie wissen? Also das würde ich gerne machen. Schwierig, weiß ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt dieses Esterhazy-Projekt, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Ich würde auch gern noch Gedichtband von Zitat machen. Gibt es noch einen im Nachlass? Aber wie gesagt, es ist schwer, die Verlage dazu zu überreden, Lyrik herauszugeben. Sonst, ich bin da so ein bisschen so offen für alles. Ich würde auch gerne mal ein halbes Jahr gar nichts machen. Nach Kanada reisen? Nee, wirklich mal, also nicht mal irgendwie Bildungsurlaub oder sowas, sondern tatsächlich mal keinen Auftrag haben und einfach mal so eine Pause. Andererseits ist es natürlich auch immer schwierig. Das ist auch so eine Sache, was jetzt nichts mit dem Übersetzen zu tun hat, sondern mit der Selbstständigkeit, diese Auftragslage, wie kann man die so gestalten, dass man nicht überfordert und nicht unterfordert ist. Also entweder es sind zu viele Aufträge oder es sind gar keine. Also insofern ist es auch immer ganz gut, man hat gleich so ein Anschlussprojekt hinterher, weil man weiß irgendwie, die Finanzierung geht weiter. Aber ja, manchmal denke ich, so eine Pause wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich würde auch gerne mal wieder nach Ungarn fahren übrigens. Das wollte ich fragen. Ne? Also inwieweit ist diese,
diese Verbindung mit der Sprache wichtig? Also wann war das letzte Mal, dass Sie längere Zeit in Ungarn waren? Längere Zeit? Sehr lange her. Also ich glaube 2011 war ich, also 10 Jahre her, dass ich wirklich mehrere Monate da war. Ich immer dann so sporadisch, mal so. Zuletzt war ich, glaube ich, 2018, hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, aber auch so mit familiären Konstellationen. Ja, es gibt ein Übersetzerhaus am Plattensee, sehr schön. Da fahre ich gerne hin. Das sind so, die vergeben so Arbeitsstipendien, da kann man bis zu 4 Wochen mit einem Projekt da sein und sich im Haus verbarrikadieren oder am See übersetzen. ja, das steht so ein bisschen auf der Kippe, da läuft der Vertrag aus nächstes Jahr, Mitte des nächsten Jahres und unter den gegebenen Bedingungen und der politischen Situation gerade in Ungarn ist, glaube ich, nicht abzusehen, ob dieses Haus überhaupt weiter existieren wird. Insofern, vielleicht fahre ich bis Mitte nächsten Jahres nochmal schnell hin, nochmal zu nutzen. Ja, andererseits, man arbeitet ja jeden Tag. Also wenn man übersetzt, man arbeitet jeden Tag mit der Sprache, man liest jeden Tag diese Sprache, man übersetzt jeden Tag diese Sprache, man setzt sich damit auseinander. Wie gesagt, bei mir ist die Verstehenskompetenz, also schriftliches Verstehen, Hörverstehen, so sehr gut ausgeprägt. Mein Sprach, also Sprachkompetenz, ja, also ich kann mich so im Alltag durchschlagen und unterhalten und alles, wenn es so ein bisschen abstrakter wird, ja, da muss ich mich sehr vorbereiten drauf. Schreiben ist auch ganz schwierig, also ich sitze lange an ungarischen E-Mails, selbst an so ein paar Zeilen. Das müsste man üben einfach, das mache ich viel zu wenig. Ist natürlich immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen. Aber es ist auch, glaube ich, auch irre schwierig. Also ich erinnere mich noch aus dem Studium, ungarische Aufsätze schreiben war, das war ein Krampf. Und das ist, glaube ich, so eines der schwierigsten Dinge. Das ist eine Kompetenz, die man tatsächlich eigens üben, immer wieder üben muss, sonst geht es verloren. Und damit das Gedächtnis für die eigenen Fragen nicht verloren geht, übergebe ich vielleicht dann an das Publikum und an Renate, die mit dem Mikro rumläuft. Ich hätte eine Frage zu einer Methode. Haben Sie eine Methode, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, die also jederzeit auftauchen bei so einer herausfordernden Übersetzung wie von diesem Roman, von diesem letzten Roman, den Namen kann ich nicht aussprechen, aber ja, des Autors, ne? Ich meine, stufen Sie diese Schwierigkeiten in so einer Hierarchie ab, um diese später in verschiedenen Arbeitsdurchgängen behandeln zu können? Sie meinen, ob ich Sachen einfach offen lasse, um zu sagen, okay, das tue ich dann beim Durcharbeiten mir nochmal angucken. Ich glaube, da hat so jeder Übersetzer oder jede Übersetzerin seine eigenen Strategien. Bei mir ist es so, ich versuche den ersten Übersetzungsdurchgang schon sehr gründlich zu machen. Also ich mache nicht so eine Rohfassung, wo ich dann nochmal im zweiten Durchgang sehr, sehr viel dran arbeiten muss, sondern ich versuche schon beim ersten Übersetzen sehr genau zu übersetzen und auch versuche ich nichts offen zu lassen, weil ich natürlich dann beim zweiten Durchgang ja dann eh auch wieder dran sitze, dann kann ich das jetzt irgendwie auch gleich machen. Ansonsten hängt so ein bisschen davon ab, auch glaube ich von der Routine, die man entwickelt. Also bei meinen ersten Übersetzungen war es natürlich so, dass ich versucht habe, einfach glaube ich, das ergab sich einfach daraus, dass ich nicht so sicher war, wirklich Satz für Satz zu übersetzen und eher noch an dem Original zu kleben. Und da sehr genau zu sein und dann vielleicht in einem zweiten Durchgang das nochmal so zu machen, dass das dann auch deutsch klingt und nicht ungarisch. Jetzt ist es häufig so, dass ich mir wirklich, hängt natürlich ein bisschen auch vom Text ab und wie lang die Sätze sind, dass ich mir ganze Sätze oder Satzteile schon im Ganzen angucke und mir den Kontext vorstelle
wie man das sagen würde, also mir den ungarischen Kontext vorstelle und dann einen ähnlichen deutschen Kontext vorstelle und dann versuche, das zu reproduzieren, den Satz, natürlich immer am Satz bleibend, aber trotzdem eher aus dem Kontext, also vom Kontext ausgehend, versuche einen Satz zu produzieren und der ist dann schon in der ersten Version wahrscheinlich etwas weiter weg. Und dann kriegt man natürlich auch so gewisse Routinen rein, wie man, also letztendlich wiederholen sich ja die Strukturen. Also das sind immer wieder dieselben Strukturen. Also ich hatte letztens, da ging es um Syntax, eine Fortbildung zur Syntax, das hat eine Übersetzerin aus dem Englischen gemacht. Und man weiß dann ja schon so ein bisschen, wie funktioniert das Englische, wie kann man da bestimmte Satzstrukturen so im Deutschen auflösen. Also das sind ja dann immer wieder die gleichen Lösungsmöglichkeiten und man hat auch immer wieder die gleichen Schwierigkeiten. Also ein ganz banales Beispiel ist so dieses, die Ungarn machen auch so dieses, was man im Deutschen heutzutage ja auch häufig macht, dieses in 2009, in 2010. Und da weiß man, das kann man so nicht übernehmen, da muss man halt nur die Jahreszeit schreiben, ist ja auch wie im Englischen. Oder die verwenden viel mehr Possessivkonstruktionen, also wo man im Deutschen viel seltener eine possessive Struktur verwenden würde. Da weiß man dann immer schon, also das darf man jetzt hier nicht so machen. Also solche gewissen Routinen hat man natürlich dann mit der Zeit. Dann hängt, ja, dann kennt man auch, wenn man dann drei Bücher von dem gleichen Autor übersetzt hat, da weiß man auch irgendwie, wie der Hase läuft. Also wenn der jetzt, wenn die Bücher jetzt nicht total disparat sind, also bei Krasnahorka kenne ich inzwischen die Schwierigkeiten, da weiß ich, worauf ich achten muss. Da habe ich mir bestimmte Strategien schon mal erarbeitet, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann hängt es natürlich auch so sehr ab vom Genre. Also bei den Gedichten ist es so gewesen, dass oder ist manchmal auch bei der Prosa so, dass man da dran arbeitet und dann einem natürlich die Lösungen nicht während der Arbeit einfallen oder wenn man so an diesem Problem versucht, dieses Problem so festzuzurren und da jetzt endlich eine Lösung zu finden, sondern wenn man das dann loslässt irgendwann und dann einkaufen geht oder sich unter die Dusche stellt oder sonst irgendwas macht, dass einem dann plötzlich in diesem, wo man das nicht mehr kontrollieren will, dass einem dann plötzlich Lösungen einfallen. Ja. Also duschen gehen. Angeblich hilft auch abspülen. Achso, ja, manche. Das finde ich auch sehr meditativ, wenn man keine Spülmaschine hat. Oder man macht es trotzdem. Ja, aber ich wollte noch aus dem Buch rausgehen. Sie wohnen ja nicht in Kaila, sondern in Berlin. Und da gibt es ein sehr wichtiges ungarisches Zentrum, das Collegium Ungaricum. Inwieweit arbeiten Sie mit ihm zusammen? Also ich weiß, bei anderen Institutionen, die sozusagen ja ausgestreckte immer Hand des jeweiligen Landes sind, dass sie sich in der letzten Zeit extrem gewandelt haben. Merkt man auch vielleicht in Ihrer Zusammenarbeit mit dem Zentrum, dass es jetzt politischer auf der Linie Orbáns liegt? Ist es schon sowas wie die Kulturpolitik? Wie wirkt er sich auf Ihre Arbeit aus? Oh ja, schwierige Frage. Das ist natürlich auch gefährlich, was ich hier sage. Die Ungarn hören mit. Das hängt, glaube ich, ja, das hängt sehr von demjenigen ab. Ich glaube, das ist auch bei den anderen Kulturinstituten so. Ich habe mich ja jetzt mit einer Französin unterhalten, die hat mir so ein bisschen die Verhältnisse am Maison de France in Berlin geschildert. Das ist dort, scheint dort ähnlich zu sein. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, wer dort gerade der Direktor ist. Und je nachdem, ja, weil die machen ja jetzt nicht konkret ich glaube, es hängt auch sehr von den Ländern ab. Die machen ja jetzt nicht konkret Übersetzungsförderung. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt so gerade die nordischen, also Botschaften der nordischen Länder, auch der baltischen Länder, die sind sehr interessiert daran, auch ganz konkret Verlage zu fördern, Übersetzungen zu bezahlen, sowas zu machen. Das macht Ungarn zumindest mit dem Collegium Hungaricum nicht so. Was die machen, sind natürlich Veranstaltungsräume zur Verfügung zu stellen für Workshops etc. Die haben ja jetzt letztes Jahr und machen es, glaube ich, auch dieses Jahr wieder die Translationale
richtet. Also die jetzt gerade ist dort, ich glaube noch bis nächstes Jahr, Marta Nagy. Die kenne ich auch aus dem, die hat beim Goethe-Institut in Budapest gearbeitet. Die ist wirklich, die macht ein sehr gutes Programm. Und mit ihr kooperiere ich auch. Also ja, und dann, wie gesagt, hängt so ein bisschen davon ab. Es gibt noch, in Ungarn ist das sehr umstrukturiert worden alles, aber es gab lange Zeit dort auch ein Übersetzungsbüro, die sich um die Förderung von Übersetzungen gekümmert haben. Es hängt dann immer tatsächlich sehr ab von, wer da jetzt gerade an der Regierung ist, und jetzt ist es Orban schon seit langem und wen der dann da intronisiert hat im Literaturmuseum in Petőfi. Ja, ich kann da gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur von einem befreundeten Verleger, Sebastian Gugolz, der hat es auch, es gibt so mit ihm ganz viele so Interviews und so, und er hat es mal beschrieben tatsächlich an einem Beispiel, dass er sich für eine Übersetzungsförderung beworben hat und die tatsächlich mit der Begründung nicht bekommen hat, dass der Autor Jude ist, und dass aber in der Jury mehrere Leute saßen und ihm zwei oder drei Leute in dieser Jury gesagt haben, dass ihnen das auch total unangenehm ist und er soll sich doch ein halbes Jahr später nochmal bewerben, dann wird die Zusammensetzung der Jury eine andere sein. Und dann hat er diese Übersetzungsförderung tatsächlich dann nochmal bekommen. Und klar, also ich bin da inzwischen, ich versuche ja, ich auch zu gucken, mit wem arbeite ich da zusammen? Möchte ich mit denen zusammen auf einer Bühne stehen? Möchte ich mit denen zusammen irgendwo fotografiert werden? Das ist inzwischen tatsächlich leider so. Ja, klar. Aber das ist jetzt das Collegium Hungaricum, das hat auch so eine sehr wechselvolle Geschichte. Die gehörten ja, zeitlang gehörten die zum Kultusministerium, dann sind sie zum Außenministerium geschlagen worden. Auch der Übersetzungsstudiengang übrigens war der gehörte auch zu diesem Bolaschi-Institut. Also inzwischen laufen die ja alle unter diesem Label Bolaschi-Institut. Die heißen zwar noch Collegium Hungaricum, aber sind in so einer Struktur zusammengefasst. Ja, aber wie gesagt, es sind immer weniger die Institutionen, oft sind es Personen, kann man mit denen zusammenarbeiten oder nicht. Ja. Aber schwierige Frage, wirklich, das ist, weiß gar nicht, das betrifft welche Länder oder wie die das betrifft. Hier in Deutschland kann man ja schon so ein bisschen davon ausgehen. Klar hängt das auch immer so ein bisschen davon ab, die Kulturstaatssekretärin oder Kulturstaatssekretär, wofür der sich gerade interessiert, wofür der ein Ohr hat, was der fördert. Wir hatten ja jetzt, also die Übersetzer und die Übersetzerin hatten jetzt gerade großes Glück mit der Grütters, Monika Grütters, die dann in der Corona-Zeit dieses Neustart Kultur aufgelegt hat, wo die Übersetzer und die Übersetzerin auch sehr, sehr viel Geld bekommen haben. Und insofern kann man sich in Deutschland so ein bisschen darauf verlassen, dass diese Institutionen funktionieren, unabhängig von den Personen. Das ist also in Ungarn, ich weiß nicht, wie es in anderen osteuropäischen Ländern aussieht, nicht unbedingt so. Ja, schwierige Frage. Ja. Gerne. Ich habe jetzt auf einmal sehr viel zurückgekommen. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Romane generell gelesen, aber jetzt meine Frage wäre, ja, Sie haben davon gesprochen, aber meine Frage wäre, ich glaube, ja, dass man heutzutage Übersetzer unterschätzt, obwohl wir immer mehr globalisiert werden. Also die Welt wird immer globalisierter und es besteht noch höherer Bedarf vielleicht als früher. Und auch von Ihnen jetzt konkret die Rolle als Übersetzerin, finde ich, dass Sie eben so eine ungarische Literatur hier popularisieren können in Deutschland, ja.
Und ja, wie sehen Sie Ihre oder vielleicht generell die Rolle eines Übersetzers, einer Übersetzerin in der deutschen und vielleicht auch in der globalen Gesellschaft heute und vielleicht auch in der Zukunft? Naja, sehr pauschal die Frage, weil ich glaube, ich weiß nicht, meine Perspektive ist ja doch eine relativ enge. Ich weiß nicht, Sie haben ja jetzt irgendwie die nächsten Tage sogar eine ganze Tagung dazu, wie verändert sich das Übersetzen durch digitale Möglichkeiten. Und es wird bei uns auch diskutiert in der Literaturübersetzung. Ich stecke da nicht so drin, weil ich mich nicht, also es gibt dazu immer wieder so Workshops, Tagungen etc. Ich habe mich da jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich glaube schon, dass dieses digitale Übersetzen oder das Übersetzen durch in künstliche Intelligenz oder durch Roboter schon irgendwie, das wird kommen. Also und das, denke ich, funktioniert auch für bestimmte Textsorten. Ne? Wie weit das dann tatsächlich mal in diesen kreativen Prozess auch reingeht, also inwiefern dieser die Computer da in der Lage sein werden, wirklich so Texte in Texten Ironie zu erkennen und all solche Dinge, also all solche Schichten oder Ebenen des Textes, die jetzt nicht reine Aussage sind, wird sich zeigen. Diese Sache mit den Vermittlern, ja, das hatten wir ja schon so ein bisschen angestoßen oder angesprochen. Ja, klar, ich habe diese Rolle. Ich hätte die manchmal gerne nicht. weil das natürlich auch wahnsinnig, es ist anstrengend, es ist Arbeit, es ist eine irre Verantwortung. Man kann wirklich, man entscheidet teilweise darüber, ob Autoren hier in Deutschland gemacht werden oder nicht. Und für viele Autoren, also gerade auch aus dem Ungarischen, ist das Erscheinen in Deutschland auch wirklich eine existenzielle Frage ja teilweise. Also die leben ja nicht, die können häufig davon leben, dass sie hier in Deutschland zum Beispiel eine Lesereise machen. Und deswegen, klar, ich mache das immer wieder und ich übernehme diese Verantwortung, aber wie gesagt, manchmal wäre es mir auch einfach lieb, es kommt so ein Verlag und der kümmert sich um alles und ich mache wirklich nur die Übersetzung und kümmere mich um diese ganzen Vermittlerfragen, Kulturvermittlung gar nicht. Und man muss auch sagen, es ist auch keine sehr dankbare Aufgabe. Also dieses, es ist eine spannende Aufgabe natürlich. Man lernt die deutsche Verlagslandschaft sehr gut kennen. Aber es ist auch eine sehr undankbare Aufgabe, also und auch eine sehr unberechenbare Aufgabe übrigens. Also man darf, glaube ich, das auch nicht persönlich nehmen. Also man darf nicht persönlich nehmen, wenn man irgendwie bei 10 Verlagen angefragt hat und die wollen das alle nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Häufig hat es ja gar keine rein fachlichen Gründe, sondern ja, manchmal sind es ganz zufällige Dinge, die in so eine Entscheidung für ein Buch mit reinspielen. Und bei Esther Hasi zum Beispiel ist mir das so gegangen, also dieses Projekt, was ich jetzt gerade mache, ich hatte diese Idee, dann hatte ich dafür ein Stipendium beantragt. Es gibt beim DÜV diese Initiativstipendien, die genau dafür gedacht sind, Probeübersetzungen zu machen, Exposés zu schreiben, dann an Verlage heranzutreten. Das habe ich gemacht, dann habe ich 4, 5, 6 Verlage angefragt, angefangen bei Esther Hasis Hausverlag, obwohl er nie so einen richtigen Hausverlag hatte, über alles, wen ich so kannte und so. Ja, und dann, keine Ahnung, schrieb mich Schöffling an, wegen einer ganz anderen Sache. Die haben mich gefragt, ob ich eine Übersetzung machen möchte und ich hatte gerade gar keine Zeit, weil ich an Krasnohorka saß und habe aber gesagt, ja, ich kann diese Übersetzung leider nicht machen, aber ich habe hier so eine ganz spannende Idee und würde gern was ganz anderes machen und habe denen das dann gesagt. Und dann schrieben die innerhalb von einer halben Stunde zurück, ja, wir machen das. Also so krass, wo ich gedacht habe, also ich ackere und ackere und ackere und versuche dieses Buch anzubringen und so. Und dann kommt so ein Verlag, mit dem ich noch nie zusammengearbeitet habe, an die ich auch gar nicht gedachte, von denen ich nicht mal irgendwie einen Kontakt hatte. Und die sagen dann so, ja, klar, machen wir. Nicht mal, also ohne Exposé, ohne Probeübersetzung, ohne alles. Und es ist so, also in solche Sachen spielen einfach, das meine ich so, man darf das, glaube ich, nicht persönlich nehmen. Silat habe ich irgendwie 10 Jahre versucht und dann hat es irgendwie jemand gemacht.
ja, wenn es irgendwie heute nicht wird, das Buch, dann wird es halt in 10 Jahren. Reicht auch noch. Ja, insofern, das ist, glaube ich, nicht so eine systematische Arbeit. Das ist eine, vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür. Also ich bin eigentlich eher so der Typ, der am Schreibtisch gerne vor sich hin puzzelt. So, und meine Ruhe habe. Und dieses Vermitteln ist natürlich rausgehen, Netzwerke knüpfen, sich vernetzen. Und dafür muss man, glaube ich, auch einfach der Typ sein. Ich mache das, es fällt mir aber nicht leicht. Und aber es gibt da durchaus Möglichkeiten. Also es gibt jetzt wieder, ich weiß gar nicht wann, ich glaube nächste Woche das Fest der kleinen Verlage am großen Wannsee. Da kann man sehr schnell auch Kontakte machen zu Verlagen, gucken, was haben die für ein Programm, wofür interessieren die sich, die Verleger dort direkt ansprechen, weil die meistens hinter ihrem Stand stehen und sowas. Ja, manchmal einfach machen, mal ausprobieren, mal in einem Verlag schreiben. Oft trifft man auf jemanden, der genauso begeistert ist wie man selber und dann so vollkommen verrückte Dinge macht. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, auch zu Ihrer Rolle als Übersetzerin und auch die Digitalisierung betreffend. Ich habe vor kurzem auf dem Übersetzerforum Toledo, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ja auch, okay, ja, ich habe darauf sehr viele Berichte gelesen, dass der Übersetzungsprozess sozusagen kann sehr emotional sein. Ich lese viele Berichte, also Tagebücher von Übersetzern, dass sie beim Übersetzen so kann sehr tief bewegt sein oder sehr wütend über den Verlauf der Geschichte. Ja, diese emotionalen Effekte, diese sind auch von manchen Forschern bewusst, aber die sind sehr schwierig wissenschaftlich zu fassen. Mhm. Meine Frage ist, dass wie finden Sie das? Findet man auch die Spuren von die emotionalen Seiten, von Ihrer Seite auf dem Text? Und finden Sie das professionell oder wir sind doch menschlich, so dieser doch menschlich, wir sind schließlich Human Being. Klar, das habe ich vorhin so ein bisschen angerissen. Natürlich entwickelt man eine emotionale Beziehung zu dem Text, aus welchen Gründen auch immer. Also sei es das Thema oder der Stoff, der da verhandelt wird, sei es die Beziehung zu dem Autor, die man vielleicht hat. Wie gesagt, dort bei Kertész, wo ich das Gefühl habe, ich lese eigentlich Dinge, die ich gar nicht lesen möchte. Ich will diesem Autor gar nicht so nahe kommen. Ich will nicht lesen, wie seine Frau stirbt zum Beispiel. Das passiert natürlich alles. Und die Frage ist so ein bisschen, zeigt sich das wirklich am Text? Oder ist der Übersetzer, ich glaube, man ist am Ende doch so professionell, dass man sagen kann, okay, das sind meine Emotionen und das ist dann am Ende dieser Text. Und die Frage ist, das ist natürlich eine spannende Frage, wie sehr sieht man individuell den Übersetzer in den Texten? Wahrscheinlich schon, klar. Also man sieht vielleicht bestimmte Vorlieben für bestimmte Wörter, man sieht vielleicht auch die Region, woher ich herkomme, solche Dinge sieht man sicherlich, ob man jetzt konkret Emotionen sieht. Doch, ich denke schon, also dieses Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe mit Kertész, diese zwei Übersetzungen von Buschmann, also die erste von Jörg Buschmann und von Christina Virak. Bei dem Buschmann liest man, glaube ich, in der Übersetzung tatsächlich, dass er, glaube ich, das Gefühl hatte, Kertész sei ein Debütautor, also trotz seines fortgeschrittenen Alters war er sein erstes Buch, er ist ein Debütautor und letztendlich hätte er keine Ahnung vom Schreiben. Diese Haltung sieht man tatsächlich in der Übersetzung, weil der Übersetzer also immer versucht, diesen Autor zu verbessern, also ihm lexikalische Ausdrücke reinzuschreiben. Also dieser Djörtj in der Geschichte, der
er formuliert ja so ein bisschen, also sehr distanziert, sehr neutral. Das ist aber ein ganz bewusstes Stilmittel von Kertész, weil das natürlich auf diesen Fremden von Camus zurückgeht. Und Kertész hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Existenzialismus beschäftigt und mit diesem ganzen französischen Roman. Er kannte sich wahnsinnig, also wenn man die Arbeitstagebücher liest, die übrigens jetzt erschienen sind im Mai, da sieht man, wie sehr der in dieser Diskussion der 50er und 60er Jahre drinsteckt, in Ungarn, das ja eigentlich total geschlossen war. Und wie gut er diese Literatur kennt. Und der hat diesen Roman tatsächlich sehr bewusst geschrieben. Und Buschmann dachte so, ja, hier spricht ein Jugendlicher und ich muss da irgendwie Ausdrücke der Jugendsprache in dieses Buch reinbringen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also wo da im Ungarischen steht, ich hatte recht großen Hunger oder ich hatte ziemlich großen Hunger, da schreibt Buschmann, ich hatte großen Kohldampf. Also etwas, was eigentlich in dem Text gar nicht dasteht. Und ich weiß nicht, ob man da die Emotion des Übersetzers sieht, aber man sieht, glaube ich, schon so eine gewisse Haltung und man sieht vielleicht auch, Buschmann hatte vielleicht auch nicht, er hatte diese ganzen Texte nicht, er kannte dieses Arbeitstagebuch nicht, er wusste nicht, wie bewusst Kertész sich mit all dem auseinandergesetzt hat und wie bewusst er diesen Roman komponiert hat. Und mit dieser Haltung ist er an diesen Text rangegangen. Und klar, das sieht man in den Übersetzungen. Also wenn Sie sowas unter Emotionen verstehen. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte, Übersetzen ist immer so ein bisschen, ich glaube vielleicht wie alles im Leben, also auch wie das Schwimmen, was ich vorhin erwähnte, es ist immer so eine Mischung aus Intuition und Kontrolle. Also wenn Sie nur kontrollieren wollen den Text, dann wird es nicht funktionieren. Wenn Sie sich nur auf Ihre Intuition verlassen, und wird es auch nicht funktionieren. Also Sie müssen immer so eine gute Mischung finden zwischen also sich selber und dem Text Raum geben, aber auch immer wieder kontrollieren, die eigene Arbeit kontrollieren, das eigene Ausdrucksvermögen kontrollieren, die eigene Syntax kontrollieren, aber auch den ungarischen, also auch den, in meinem Fall den ungarischen Text kontrollieren. Also ich lese auch häufig so wie die Lektoren und die Lektorinnen, nämlich immer skeptisch, immer kritisch. Stimmt der Satz hier? Ist das wirklich so? Kann das so sein? Also ich recherchiere auch alles nach und ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen ist. Im Ungarischen ist es so, dass es so ein Lektorat, wie wir es hier in Deutschland kennen, nicht gibt. Also wir kennen ja die Lektorentätigkeit, also gerade auch bei deutschen Autoren, die deutsche Autoren lektorieren, dass der Lektor wie so ein Sparringspartner ist oder ein Begleiter auch des Buches, der in den Prozess des Schreibens also einbezogen wird und der Hinweise gibt. Und es gibt dafür ja sehr berühmte Beispiele, also Schriftsteller und ihr Lektor. Und das gibt's in Ungarn, diese Lektoreninstanz gibt's gar nicht. Und das sieht man teilweise auch an den Texten. Also da sind schon auch eine ganze Menge Fehler häufig auch drin. Und insofern hat man auch immer als Übersetzer und Übersetzerin so diesen skeptischen Blick. Aber man muss auch diesen skeptischen Blick so sich bewusst machen und kontrollieren und darf nicht zu skeptisch werden. Und also wie Buschmann in dem Fall mit Kertész, also der hat diesem Autor auch einfach nicht vertraut, dass er das, was er macht, dass der Autor das, was er schreibt, gut schreibt. Der hat sich auf diesen Text nicht verlassen und dann hat er natürlich auch an diesem Text vorbei übersetzt in vielen Punkten. Ja, noch was zu diesen Reflexionen. Ich finde das sehr gut, dass das gemacht wird, einfach auch damit ist Toledo ja an den Start gegangen oder auch dieses Babelwerk, was es jetzt gibt, dass die versuchen, so dieses Wissen, was jeder einzelne Übersetzer hat, zu systematisieren, das zu katalogisieren, das also jetzt auch diese Gastdozenturen, die ganzen Literaturlisten zu systematisieren und sowas, um dieses Wissen irgendwie aufzubewahren, ob das irgendwie mal einen Sinn hat. Man wird sich zeigen, aber ich habe mich da selber jetzt auch noch nicht so dran bedient, weil man auch immer so drinsteckt in dem eigenen Prozess und meistens auch, man hat meistens ja nicht viel Zeit,
groß nach rechts und nach links zu gucken. Aber man ist auch immer wieder angehalten übrigens. Also wenn man Stipendien bekommt, der DÜV verlangt zu jedem Stipendium einen Sachbericht. Also man ist auch immer wieder angehalten, über die eigene Arbeit zu reflektieren. Ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig, dass man das immer wieder macht. Tja, wir haben also nicht zu viel versprochen. Wir haben nicht nur Wunderbares über Heike Flemming erfahren. Wir haben Wunderbares über ungarische Literatur und Trauriges über ungarische Literatur erfahren. Und wir haben was fürs Leben gelernt, und zwar die richtige Balance zwischen Loslassen und Kontrollieren. Also Sie sehen, Translation kann auch fürs Leben eine Lehre sein. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, Sie teilen meinen Eindruck, den ich jetzt so auf alle forciert habe. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Ich danke für die Moderation.